Radio Okitoki, Radio Okitoki, von Mensch zu Mensch. Und einen wunderschönen guten Abend hier im interaktiven Redesprachportal von Okitalk, der Talk von Mensch zu Mensch, heute am 3. Oktober 2017. Ja, genau, 20 Uhr. Wir sind mal wieder pünktlich. Nicht nur die Kirchenmäuse sind pünktlich, auch wir versuchen unser Bestes zu geben. Einen wunderschönen guten Abend bei euch zu Hause an den Boxen. Kurz zur Info heute, das Thema Blackout. Und mein Gast ist der Herbert Sauruck. Und der Chat für euch auch außen auf der Webseite von Okitalk ist für euch begehbar. Ihr könnt dort schreiben, Anregungen uns mitteilen, die dann auch in der Sendung reinfließen. So könnt ihr aber auch hier auf dem Redeserver von Okitalk unter den Download-Bereich direkt auch hier mitreden. So, und nun gehen wir mal so langsam mal ins Thema rein. Ja, Blackout. Ja, Blackout. Wenn ich daran denke, wenn der Strom weg ist, ich denke mir, jeder kennt es sicherlich, dass man mal kurzfristig den Strom mal weg hat. Es geht hier heute Abend nicht um Ängste erstmal zu schüren. Das ist ganz wichtig. Es geht hier um Sicherheit. Und so steht es ja auch im Sendeplan, wenn Vorsorge sinnvoll ist. Und darum geht es ja letztendlich. Und es kann sich kaum jemand vorstellen, wirklich. Ich habe es so eingangs schon mal bei den Warm-up ein bisschen gesagt. Ja, nach ein paar Stunden wird der Kühlschrank immer wärmer und wärmer und ja, und das schaukelt sich immer mehr auf, wenn man ein bisschen sich reindenkt. Das Handy hat nun einen begrenzten Akku, die Funktürme funktionieren nicht mehr. Also, ne, Wasser, ne? Nee, Wasserleitungen gehen nicht mehr, ja, und solche Dinge. Jetzt aber wollen wir mal erstmal meinen Gast hier begrüßen und den einen kennen ihn ja schon, vielleicht die anderen auch nicht. Herbert Sauruck hier bei mir. Schön angereist heute aus Linz, ein fleißiger Herr, war auch unterwegs. Schön, dass du da bist. Hallo, danke schön für die Einladung und herzlich willkommen zur heutigen Sendung. Ich freue mich schon. Ich freue mich auch. Ja, Herbert, wollen wir auf Sie oder auf Du-Basis gehen? Meine Frage, das können wir hier auch nochmal festhalten. Okitalk ist fast alles auf Du-Basis. Wir können aber auch auf Sie gehen, wenn es in deinem Format ist, auf Du-Basis. Gut, ich bin der Klaus, Herbert, und starten wir auch mal. Herbert, Menschen kennen dich. Du bist ja auch, kennengelernt haben wir dich in Schloss London in Wien. Bei dem großen Kongress, kann man nicht sagen, Veranstaltung, Blackout, wenn der Strom mal nicht da ist. Und dort waren ja von Bürgermeister, Feuerwehr, Polizei, Verfassungsschutz und Regierungsleute, es war ja eigentlich alles vor Ort, genau diese Stellen, die eigentlich wichtig sind, wenn es mal zum Blackout kommt. Bevor wir auf das Thema gehen, möchte ich aber erstmal wissen, wie bist du dazu gekommen, einmal sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen? Wer bist du überhaupt? Stell dich doch einfach mal mit deinen Worten ein wenig vor. Ja, mein Name ist schon gefallen, Herbert Sauruck. Ich lebe jetzt seit 17 Jahren in Wien, bin gebürtiger Südoststeirer, bin eigentlich vom Beruf her Berufsofficier und war dort bis 2012 im Bereich Cybersicherheit tätig und habe ja diese Infrastrukturthemen dort eigentlich schon begonnen zu betrachten. Und ich habe dann ein Studium begonnen, wo ich eigentlich Cybersicherheit und Krisenmanagement mir anschauen wollte. Und bin dann über Smart Metering auf das Thema Stromversorgung gestoßen und habe festgestellt, wir haben nicht erst in Zukunft ein erwartbares Problem, sondern eigentlich schon damals. Und ja, das hat mich eigentlich fasziniert. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite erschreckt, wie wenig Bewusstsein hier besteht, auch in verschiedenen Behördenbereichen oder anderen Bereichen, bei der Bevölkerung überhaupt, dass das überhaupt ein Thema ist. Und ja, das Ganze hat mich gefangen, mehr oder weniger, und ich habe beschlossen, das auf eigene Faust dann weiterzumachen, weil es war nirgends so wirklich von Interesse, ne? Und daher bin ich dann seit 2012 beurlaubt worden, oder ich habe mich beurlauben lassen und beschäftige mich seitdem mit diesem Thema, aber nicht nur jetzt mit Blackout, sondern überhaupt Vernetzung und Komplexität, wie diese Dinge zusammenhängen, was sich derzeit gerade verändert, eben eine Transformation zu einer Netzwerkgesellschaft, dass unsere Kommunikationsstrukturen massiv verändert und daher viele Probleme, die wir heute sehen, unmittelbar auf diese Entwicklung, auf diese technische Entwicklung zurückzuführen sind. Ja, und ich versuche halt seit 2013 sehr aktiv, das Thema Blackout in die österreichische Gesellschaft zu bringen. Und mein großer Vorteil und auch Mehrwert dadurch ist, dass ich das als jetzt Selbstständiger mache und der an keine irgendwelche Organisationsgrenzen oder so weiter gebunden bin und
alle Stellen ansprechen kann und auch immer wieder durch große Veranstaltungen versuche, möglichst viele verschiedene Stakeholder einzubinden, auf einen Tisch zu bringen und gemeinsam das Thema zu diskutieren oder meinen Input auch einzubringen, was ich an Erfahrungen gemacht habe. Weil die Erfahrung ist oft, dass man zwar in seinem Verantwortungsbereich sich das Thema anschaut, dort auch Überlegungen trifft, aber die Querverbindungen und wechselseitigen Abhängigkeiten oft nicht bewusst sind. Und ja, nachdem alles zusammenhängt, funktioniert das auch nur gemeinsam und nicht, wenn ich nur Einzelteile optimiere. Und das ist auch wieder dieser Vorteil mit dieser systemwissenschaftlichen, komplexitätswissenschaftlichen Zugangsweise, dass man diese Zusammenhänge auch universell auf Systeme anwenden kann oder auch die Problemlagen erfassen kann. Und ja, so bin ich zu diesem Thema gekommen. Und was auch für mich spannend war, wie ich das Ganze eben aufgearbeitet habe für mein Studium, waren viele Überlegungen oder Probleme noch eher theoretischer Basis aufgrund eben systemwissenschaftlicher Überlegungen. Und leider hat sich in den letzten Jahren vieles bereits in der Praxis bestätigt. Zum Glück das große Ereignis noch nicht. Aber derzeit sind alle Anzeichen darauf, dass sowas eintreten kann oder aus meiner Sicht sogar wird. Die Frage ist immer, in welchem Zeitraum. Ich würde eher früher als später annehmen. Wissen tue ich es auch nicht, aber ich glaube, es geht auch nicht darum, wie wahrscheinlich das ist, dass ich eben nicht feststellen kann, die Wahrscheinlichkeit, sondern werden wir darauf vorbereitet. Und das ist eben meine Erkenntnis aus mehreren großen Workshops, den ersten 2013 mit 200 Teilnehmern, jetzt im September mit 100 Teilnehmern aus dem städtischen Umfeld. Nein, wir sind es nicht. Wir haben so einiges mehr inzwischen am Bewusstsein geschaffen, einige Vorbereitungen auch getroffen, aber als Gesellschaft sind wir auf so ein Ereignis überhaupt nicht vorbereitet. Ich möchte noch ergänzen, wir müssen das Thema Blackout, glaube ich, auch noch eingrenzen, vor allem auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen, weil dieser Begriff nicht jetzt ganz geläufig ist oder sehr unterschiedlich verwendet wird. Einerseits ist in Österreich, wie ich das zu Beginn auch gehört habe, in Österreich versteht man darunter einen Gedächtnisausfall. Das stimmt auch. Blackout in meinem Sinne, in meinem Betrachtung oder in meinem Wording ist ein plötzlicher, überregionaler, das heißt weite Teile Europas umfassender und länger andauernder, das heißt über 12 Stunden hinausgehender, wahrscheinlich eher mehrere Tage umfassender Strom und vor allem Infrastrukturausfall. Das, was eben viele nicht am Radar haben, ist, der Stromausfall ist schon klar, aber dass es dann noch viel weitere Auswirkungen hat, das ist oft nicht klar. Und vor allem auch, wenn der Strom wieder da ist, dann ist nicht so wie beim lokalen Stromausfall, welcher einfach den Lichtschalter einschalten und es geht dann wieder alles, sondern dann beginnen erst wirklich die Probleme und auf das werden wir heute noch intensiv eingehen. Ja, es ist zweischneidig. Einerseits haben wir durch die technische Vernetzung, insbesondere durch das Internet, in den letzten 10, maximal 20 Jahren unsere infrastrukturelle und technische Abhängigkeit enorm gesteigert. Also die Vernetzung vorangetrieben und gerade aktuelle Themen wie Smart Everything, also Smart Metering, Smart Grids, Smart Cities, Smart Homes oder auch Internet of Things oder Internet of Everything, Industrie 4.0, um nur so einige Schlagwörter zu nennen, kündigt euch an, dass wir das noch massiv erhöhen wollen. Und mein Problem damit ist, dass wir eigentlich nicht, uns nicht damit auseinandersetzen, was das bedeutet, nämlich, dass damit die Komplexität gesteigert wird. Der Begriff wird so heute auch immer mehr verwendet und auch sehr leichtfertig verwendet. Aber was da wirklich dahinter steckt, das ist meistens nicht bewusst. Und ich merke das selbst, weil ich auch am Technikum in Wien unterrichte, im Freifach. Ja, das ist nicht Teil der regulären Ausbildung, wenn punktuell vielleicht, aber dieses Übergreifende fehlt oft. Und dieses vernetzte Denken, damit wir diese technischen Monster schon fast, die wir hier schaffen, auch noch zumindest in Teil verstehen können und damit auch wirklich längerfristig erfolgreich umgehen können, da braucht es noch sehr viel, dass wir uns einerseits, wir Menschen uns vernetzen, Organisationen vernetzen und vor allem dieses Wissen auch dann so anwenden. Und das Thema ist gerade okay, kurze Unterbrechung. Wir sind traditionell aus der Industriegesellschaft kommend noch immer in
ja, Denksilos organisiert, in linearem Denken auch. Das hat sehr gut funktioniert. Hierarchien auch ein Kennzeichen dieser Industriegesellschaft, weil die Kommunikationsmöglichkeiten eingeschränkt waren. Und daher war das die beste Form für diese Zeit, uns so zu organisieren. Und viele Strukturen sind nach wie vor so aufgebaut und durch die technische Vernetzung hat sich aber das Kommunikationsverhalten und die Strukturen massiv geändert und es erfordert jetzt eben eine andere Kultur, aber wir haben es noch nicht in der Breite erkannt, beziehungsweise ja, es fällt halt schwer, diese Änderung durchzuführen, aber wir werden nicht umhinkommen, wenn wir heute größere Probleme, und das betrifft nicht nur die Stromversorgung, sondern auch Klimawandel oder was auch immer an aktuellen Themen, da brauchen wir übergreifende, vernetzte Denkstrukturen, vernetztes Denken und auch Kooperation vor allem. Und das ist, was gerade aktuell im Wahlkampf zu beobachten ist, wo wir jetzt Parteipolitik sehen, wieder in Silos organisiert, die sich massiv befetzen, bekämpfen. Und dann erwarten wir, dass sie nach der Wahl konstruktiv für uns arbeiten. Das wird halt sehr schwierig sein, wenn man vorher auf so einem tiefen Niveau runtersackt. Und das andere ist, die Nationalstaaten sind auch eine Struktur der Industriegesellschaft und die werden auch an Bedeutung verlieren, weil eben Probleme, die heute entstehen oder bereits da sind, meistens überregionale Auswirkungen haben. Und daher kann ich nur mehr lokal unmittelbar darauf reagieren und mich organisieren. Das heißt, Städte werden vor allem an Bedeutung gewinnen, weil Städte mit anderen Städten oft mehr gemeinsam haben wie auf Nationalstaatebene. Und auf Nationalstaatebene ist halt oft das Problem, dass dort ja Einzelinteressen im Vordergrund stehen und nicht diese Absicht, jetzt über den Nationalstaat hinausgehend gemeinsam an Problemen oder Problemlösungen zu arbeiten. Das heißt, wir brauchen wieder, auch ganz wichtig, nicht nur entweder oder, wie wir das bisher leider oft denken und auch anwenden, sondern sowohl als auch denken. Das heißt, einerseits die lokalen Strukturen, die robuster gestaltet werden müssen, die resilienter, die Menschen resilienter werden müssen, das heißt Selbstwirksamkeit steigern und auf der anderen Seite aber sehr wohl eine überregionale Orchestrierung, also nicht die Kommandierung oder Steuerung, wie wir das so vielleicht gewohnt waren, sondern eher, dass man gemeinsame Zielsetzungen gibt und sich an dem ausrichten kann. Ja, bedeutet für mich jetzt, wenn ich in die Strukturen hereinschaue, in den Landschaften, wie Politik funktioniert, du hast Smart Meters angesprochen, das wissen die Menschen gar nicht, was das ist. Erstmal das, da fehlt jegliche Aufklärung. Ja, und das, ich bin kein Befürworter von einem Smart Meter, wenn man jetzt auf Smart Meter gehen sollte, dürfte. Es gibt genügend Gründe, warum man das mit guter Augenobacht sich anschauen sollte, meines Erachtens auch, wenn die Zeit weitergeht. Es ist nicht alles gut, was glänzt, es ist nicht alles Gold, was glänzt, auch das wissen wir und da sollte man auch mal ein bisschen verantwortungsvoll hinschauen, so ist zumindest meine Sache. Aber der Punkt heißt letztendlich, dass die Strukturen, selbst in der heutigen Ländle, auch wenn du sagst, überregional EU haben wir ja letztendlich da, die ja letztendlich bestimmt, so muss man das ja auch sagen, EU, und dann haben wir Österreich als neutrales Land, keine Atomenergie, hat ganz andere Möglichkeiten. Der Österreicher wird sich jetzt die Frage stellen, wie kann in Österreich keinen Strom mehr haben, wenn wir doch unsere Wasserenergie haben? Solche Fragen sind dir vielleicht schon begegnet, oder? Ja, da gibt es gleich mehrere Aspekte anzusprechen. Also wir haben nicht ein nationales Stromversorgungssystem oder kein Staat in Europa, sondern wir haben ein europäisches Verbundsystem. Das heißt, wir hängen alle zusammen. Das ist mal ein ganz wichtiger Aspekt, der in öffentlichen Diskussionen oder auch Betrachtungen meistens außer Acht gelassen wird. Aber ein System ist immer mehr als die Summe der Einzelteile. Das heißt, das funktioniert nur im Ganzen und wenn irgendwo anders der große das Problem auftaucht, dann wirkt sich das auf das gesamte System aus. Das andere, angesprochen die Erzeugungsleistung, ja, wir haben sehr viel Wasserkraft, wir sind auf einer Insel der Seligen, durchaus, auch was dann den Netzwiederaufbau betrifft, sollte es doch zum hoffentlich nicht eintretenden Ereignis kommen, aber wir müssen uns trotzdem darauf vorbereiten. Aber auch hier gibt es Grenzen. Wir haben in Österreich jetzt so als
Zahl genannt, rund 25 Gigawatt ausgebaute Kraftwerksleistung. Das heißt, das könnte man theoretisch, wenn alles gleichzeitig funktionieren würde, diese Menge an Strom erzeugen. In der Realität schaut so aus, dass etwa, ja, wenn es gut geht, vielleicht 12 Gigawatt verfügbar sind, weil eben Kraftwerke in Wartung sind oder Gebrechen haben oder abgestellt sind, weil es sich nicht rechnet zu produzieren oder weil der Wasserstand zu niedrig ist. Und wir haben einen Verbrauch im Durchschnitt zwischen 6 und 8 Gigawatt. Das heißt, im Winter mehr, im Sommer weniger, wobei das mit den Klimaanlagen wahrscheinlich in Zukunft auch noch steigen wird. Und wir hatten heuer im Jänner die Situation, dass wir einen neuen Spitzenverbrauch hatten von rund 11 Gigawatt und eigentlich nur 8 Gigawatt produzieren konnten. Mehr Kraftwerksleistung war nicht verfügbar. Das heißt, hätten wir die Anbindung an andere Staaten, insbesondere an Deutschland, nicht gehabt, dann wäre es in Österreich finster geworden. Und das ist immer wieder auch, also diese internationale Vernetzung hat durchaus seine Vorteile. Wie in diesem Fall, wir hatten das auch 2002 beim Hochwasser, wo die Donauwasserkraft kaum vorhanden war, weil bei Hochwasser die Kraftwerke kaum produzieren können oder gar nicht produzieren können und da braucht man diese Rückfallebenen. Das Problem ist aber, dass sich halt in den großen Systemen Störungen auch ausbreiten können und ein Teil dieser Probleme kommt vom Markt, weil wir haben einen Strommarkt, ein Teil des Stroms wird an der Strombörse gehandelt. Und dieser Markt ist aber so konzipiert, dass er keine Rücksicht auf Infrastruktur und Physik nimmt. Das heißt, man spricht von einem Energy-Only-Market. Das heißt, es wird nur der Strom an sich gehandelt. Und wenn jetzt in Norddeutschland, wie wir es erst vor kurzem wieder hatten, enorme Überkapazitäten an Windstrom produziert werden, dann entsteht ein Negativpreis, weil mehr produziert wird, als die Nachfrage ist. Das heißt, Großabnehmer bekommen dann bezahlt, dass sie den Strom abnehmen, damit das System überhaupt noch betrieben werden kann. Das führt dann dazu, dass im Süden oder auch in Österreich Händler natürlich diesen billigen oder sogar bezahlten Strom einkaufen wollen und die eigenen Kraftwerke gar nicht in Betrieb genommen werden. Nur das Problem ist, dass dieser Strom ja nicht virtuell übertragen wird, sondern über Leitungen fließen muss. Und diese Leitungen sind nie dafür ausgebaut worden, diese internationalen Kuppelstellen hohe Leistungen zu übertragen. Das war eben nur für Rückfallebenen, aber nicht um den Stromhandel, den wir heute betreiben, damit abzuwickeln. Und wir haben vor allem in Deutschland das große Problem, dass die Nord-Süd-Leitungen fehlen, dieser extreme Überschussstrom in Norddeutschland über Polen und Tschechien fließt und dann auch über Österreich und dann wieder zurück nach Bayern. Und das belastet die Infrastruktur massiv. Und das ist auch ein großes Problem. Wenn die Infrastruktur massiv belastet ist, dann kann das eben zu diesen Ausfällen kommen, zu diesen kaskadierten Ausfällen. Das zweite Thema dabei ist, die Energiewende ist definitiv unverzichtbar. Wir müssen diesen Schritt schaffen. Nur so, wie wir das derzeit gestalten, ist das mit unserem alten großtechnischen Denken. Das europäische Stromversorgungssystem wurde für einfach steuerbare und berechenbare Großkraftwerke errichtet, hat auch ausgezeichnet funktioniert. Wir haben weltweit die sicherste Stromversorgung. Das führt aber dazu, dass wir glauben, das ist Naturgesetz und immer verfügbar. Und unsere Wahrnehmung ist da ziemlich schlecht, dass das eben nicht so ist. Und jetzt haben wir mit der Energiewende einen nächsten Fehler begonnen, indem wir nur dezentrale Erzeugung gestartet haben. Oder das massiv gefördert wurde, speziell in Deutschland auch wieder, wo enorme Mengen an Wind und PV ausgebaut wurden, aber nicht das System dahinter angepasst wurde an diese neuen Erfordernisse. Und jetzt haben wir statt einigen tausenden Kraftwerken auf einmal Millionen von Kraftwerken, die sich einerseits kaum bis gar nicht steuern lassen, weil die Sonne halt scheint, wenn sie scheint, oder nur am Tag natürlich, oder Wind auch nicht immer verfügbar ist, beziehungsweise kurzfristig sehr stark werden kann oder kurzfristig überhaupt ausfallen kann und dann muss das kompensiert werden. Und das ist in einem Großsystem nur mit einer gewissen Menge machbar. Damit das wirklich funktioniert, muss man das System umbauen und nicht nur die Erzeugung, sondern das Gesamtsystem, neue Strukturen schaffen. Und das ist auch ein Teil meiner Betrachtung, wie kann es dann doch gehen, wie kann die Energiewende gelingen.
Und ich beschreibe das als Energiezellensystem, auch wieder aus dem Systemischen, aus der Natur abgeschaut, weil in der Natur alles Lebendige mit Zellenstrukturen aufgebaut ist. Damit ich eben gewisse Rückfallebenen habe, sich Fehler nicht ungehindert ausbreiten können und zumindest eine Zeit lang ein Überleben auch bei Ausfällen von größeren möglich ist. Und das ist die, glaube ich, mittelfristige bis langfristige Zielsetzung, uns darauf einzustellen, dass wir solche Strukturen brauchen. Und der besondere Charme an diesen Strukturen ist, wir können nicht heute auf morgen das zentralisierte System durch dezentrale Zellen oder Systeme ablösen, sondern das muss man parallel laufen lassen. Und diese Zellen oder diese robusten Zellen, die kann man jederzeit in das zentralisierte System einbauen, ohne dass das Gesamtsystem gestört wird. Im Gegenteil, es wird die Robustheit erhöht. Und daher ist eigentlich eine Win-Win-Situation für alle da. Ich brauche das große System natürlich für Ballungsräume oder Industriegebiete weiterhin, zumindest noch in absehbarer Zeit, weil wir auch ein großes Problem mit der Energiebevorratung haben, also Speicherung, aber nicht nur Speicherung im Sinne von Batterie, sondern diese Speicherung einer Energiebevorratung hat dann sehr großen Zeitbereich. Wir reden hier von sofort, also unter Sekundenbereich, wo das reagieren muss drauf, um das zu stabilisieren, bis hin eigentlich in Saisonen, bis über Jahre hinaus, um längerfristig auch bei Problemen Versorgung aufrechterhalten zu können. Und hier fehlen uns noch Technologien und überhaupt der Umgang mit diesem ganzen Thema. Das heißt, ja, sehr viele Themen, die hier hineinwirken und die hier eben diese Herausforderungen, zu diesen Herausforderungen führen. Und nur auch noch mehr Hinweis zum Thema Blackout und Vorsorge. Warum ist das so notwendig? Wir machen hier, also das europäische Stromversorgungssystem ist das größte der Welt. Also die größte technische Errungenschaft, die wir haben. Internet ist natürlich noch globaler, aber von der Funktionalität her ist das eigentlich das größte, was wir Menschen bisher gebaut haben. Und das bauen wir jetzt im Live-Betrieb völlig um. Und wir haben eigentlich keine Rückfallebenen vorgesehen. Also wir gehen davon aus, das funktioniert ohne Probleme. In gewissen Kreisen sagt man, man baut jetzt ein A380-Flugzeug in Kleinflugzeuge um, aber nicht am Boden, sondern im Flug. Hängt vielleicht ein bisschen dieser Vergleich, aber durchaus in der Dimension. Also wir greifen da in ein hochsensibles System ein, ohne wirklich das koordiniert zu machen, weil die Energiewende zum Beispiel in den Mitgliedstaaten der EU erfolgt in unterschiedlichste Richtungen, als nur ein Beispiel auch, und Geschwindigkeiten auch. Und daher sage ich immer, wenn man so ein großes Infrastrukturtransformationsprojekt macht, dann muss man einfach Rückfallebenen haben, damit rechnen, dass was schief geht, und wir müssen uns auch klar sein, das wird nicht ohne mehr Kosten gehen. Ein Systemumbau erfordert immer zu Beginn mehr Kosten, mehr Aufwand, damit es langfristig wieder besser wird. Alles, was nur kurzfristig besser wird, wirkt sich langfristig negativ aus. Das heißt, wir müssen diesen Umbau schaffen, und der müssen wir derzeit oder in der nächsten Zeit auch mehr in Kauf nehmen, mithin auch das Risiko, dass die Versorgungssicherheit zumindest temporär sinkt. Und alles andere ist unrealistisch, wenn jemand behauptet, das ist nicht notwendig oder wird nicht passieren. Das ist einfach nicht möglich. Was können Sie uns da mal ein paar Punkte mitteilen? Man muss sagen, die Stromversorgung funktioniert eben in Europa sehr ausgezeichnet. Das heißt, wir haben sehr geringe Ausfallwahrscheinlichkeit oder Ausfallzeiten pro Jahr. In Österreich im Durchschnitt pro Jahr 50 Minuten pro Kunde. Das ist aber in der Regel dadurch bedingt, entweder durch Bagger, die lokal die Stromleitung zerstören, oder durch Wetterereignisse. Wie wir sie jetzt auch im August zum Beispiel in Oberösterreich in stärkeren Umfang hatten. Und auch das, was täglich notwendig ist, diese massiven Eingriffe in die Stromversorgung, um diese zu um die Stromversorgung zu stabilisieren, erfordern immer mehr Aufwand. Aber es ist möglich, und die Netzbetreiber, das kann man ruhigen Gewissen sagen, machen hier hervorragende Arbeit, um das, was da wirklich im Hintergrund läuft und was die wenigsten wissen, überhaupt noch funktioniert. Also
Das wäre vor wenigen Jahren wahrscheinlich noch nicht möglich gewesen, weil uns die technischen Voraussetzungen damals gefehlt haben. Das heißt, Technik unterstützt auf der einen Seite sehr wohl einen sicheren Betrieb, aber macht auf der anderen Seite das System auch anfälliger. Zumindest die Möglichkeit dadurch. Ja, und was sind konkret mögliche Ursachen? Das heißt, es ist in der Regel nicht ein Einzelereignis, das zu einem Blackout führt, sondern die sind in der Regel beherrschbar und das wird auch täglich beherrscht, nenne ich dann noch ein paar Zahlen. Aber wenn mehrere Dinge zusammenkommen, wenn jetzt ein System, wie wir es jetzt täglich fast sehen, an der Belastungsgrenze betrieben werden muss und dann kommt noch ein Extremwetterereignis oder ein Ausfall von einem Betriebsmittel hinzu oder ein Cyberangriff, dann kann das denn das Fass zum Überlaufen bringen. Das ist ein berühmter Tropfen auf dem Fass, wo es dann das zum Überlaufen kommt. Daher ist es eben nicht ein Einzelereignis, das zu dieser Kaskade führt, sondern eine Verkettung von anderen für sich beherrschbaren Einzelereignissen. Und das, was zunehmend besorgniserregend ist, sind eben die Vorfälle im Cyberraum, weil wir hier mehrere Vorfälle in der Ukraine gesehen haben in den letzten Jahren. Und der eine Vorfall 2015, am 23. Dezember, hat zu einem größeren Blackout geführt, wo aktiv die Betriebsmittel in der Stromversorgung abgeschaltet wurden. Das Leitstellenpersonal hat nur zuschauen können, wie die Schalter umgelegt worden sind, konnte nicht mehr eingreifen. 2016, ein Jahr später, kam es zu einem weiteren solchen Angriff, der ja dadurch nicht zur Veränderung geführt hat. Wobei jetzt nicht klar ist, ob das bewusst nicht ausgeführt wurde oder rechtzeitig gestoppt werden konnte. Und die internationalen Untersuchungsberichte kommen zum Schluss, dass dieser Angriff mit wenig Aufwand jederzeit woanders auch möglich wäre. Das Problem wäre nur, wenn das in Europa passiert, dann würde es wahrscheinlich schwerwiegender sein, weil unsere Systeme viel mehr technikabhängig sind und nicht mehr so viele analoge Rückfallebenen da sind, um sowas möglichst rasch wieder zu beheben. Das heißt, sollte aus dieser Richtung was kommen, dann wäre das wahrscheinlich schwerwiegender, wie das Ereignis, das ich vor allem erwarte, ein Systemkollaps durch Komplexitätsüberlastung, eben zu viele Dinge, die auf einmal zusammenkommen, diese Instabilitäten, wie wir sie aktuell auch haben, indem einfach zu viel Wind auf einmal da ist oder kurzfristig zu viel Wind weg und eben Kraftwerksleistung das nicht abfangen kann. Aber grundsätzlich gehe ich nicht davon aus, dass das Blackout in Österreich ausgelöst wird, sondern irgendwo in Europa. Und hier zählt das schwächste Glied. Und wenn irgendwo ein anderer Netzbetreiber nicht so vorgesorgt hat wie in Österreich und dort geht das gröber schief, dann kann es zu dieser berühmten Kaskadierung oder Dominoeffekt kommen. Das heißt, wo binnen Sekunden weite Teile Europas ausfallen. Warum binnen Sekunden? 2006 gab es bisher die größte Großstörung im europäischen Verbundsystem durch eine planmäßige Leitungsabschaltung ausgelöst. Das heißt, in Norddeutschland wurde ein Schiff ausgelotst aus der Werft und es hat den Sicherheitsabstand unterschritten und daher wurde eine Leitung abgeschaltet. Da gab es Kommunikationsfehler, wie man im Nachhinein festgestellt hat, und wo falsche Schaltmaßnahmen getroffen worden sind, es ist dann anscheinend auch Wind dazugekommen und 19 Sekunden später war es auch in Spanien finster, wobei das kein Blackout noch war, weil es noch rechtzeitig abgefangen werden konnte und damit auch binnen 2 Stunden, weil es auch Samstag auf Sonntag in der Nacht passiert ist, das wieder hergestellt werden konnte. Es gibt aber kaum, oder ich kenne keinen Techniker, der sagen würde, unter den heutigen Rahmenbedingungen, wie wir heute das System betreiben, wäre sowas nochmal möglich. Das war damals sehr viel Glück, dass es nicht schiefgegangen ist, aber wir sollten nicht davon ausgehen, dass das ein zweites Mal glückt. Wir zählen die Atomenergie hier auch an, eines der sichersten Energien, so sagt man. Und ja, wir leben in heißen Zeiten. Es geht hier nicht um Angstschüren, um Gottes Willen. Aber wir haben Anschläge in London, in Frankreich, überall. Wenn immer ein Anschlag auf so ein Atomkraftwerk passiert, ja, die Frage möchte ich gar nicht beantworten, was dann passiert. Man hat auch in Amerika die Polarlichter,
die so intensiv sind, dass sie auch das Stromnetz schon niedergelegt haben. Auch damit könnte man rechnen, und zumindest werden Aussagen mittlerweile gemacht, sie werden immer stärker durch die Sonneneruption, dass da immer mehr auf das Erdmagnetfeld angeblich stößt. Ja, das erstmal so am Rande von meiner Seite aus. Natürlich haben wir dann die Anschläge, die passieren könnten. Und wie hast du da einen Blick drauf? Wir wollen jetzt nicht die Angst schüren, aber das sind ja Themen der Medien, wo wir ja auch von betroffen, glaube ich, alle sind. Zumindest berichten die Medien darüber. Also Anschläge auf Atomkraftwerke sind grundsätzlich möglich, weil sie natürlich aufmerksam erreichen. Von der Wirksamkeit her würde das eher mal in Frage stellen, ob es wirklich gelingt, so weitreichende Auswirkungen zu erzeugen. Wobei ein Blackout würde durchaus Auswirkungen auf die Atomkraftwerke haben, weil diese müssen weiterhin gekühlt werden und das ist nicht so einfach möglich. Und erst vor 14 Tagen gab es in Temelin einen Test nach 14 Jahren, das erste Mal wieder, wo man das simuliert hat, dass das Stromnetz ausfällt und dass die Notsysteme richtig funktionieren und das überprüft. Und das sollte auch einiges zum Nachdenken geben, wenn man jetzt sagt, man hat das jetzt 14 Jahre nicht mehr gemacht. Die Frage, warum hat man das nicht gemacht? Aber immerhin, man hat es jetzt wieder getestet. Also kann man auch vielleicht Dinge ableiten. Ne? Das andere Thema ist Sonnenstürme, definitiv ein Thema. Die NASA und andere warnen, dass wahrscheinlich irgendwann die Erde wieder durch einen heftigen Sonnensturm getroffen wird. Das letzte große Ereignis, wo es wirklich zu Infrastrukturschäden größeren Umfangs gekommen ist, war 1989 in Kanada, wo ein Gebiet mit 6 Millionen Menschen, also so groß, ein bisschen kleiner wie Österreich jetzt, von den Bewohnern her, wirklich ohne Strom war, weil Teile der Infrastruktur zerstört wurden durch elektromagnetische Überlast, wo halt dann Brände ausgebrochen sind und oder Kurzschlüsse ausgelöst wurden. Solch ein Ereignis würde heute völlig andere Wirkungen erzeugen, weil wir seit 1989 viel mehr Elektronik und Technik im Einsatz haben und das könnte verheerende Auswirkungen haben. Wobei man dazu sagen muss, grundsätzlich kommt das über die Pole rein, daher das Nordlicht grundsätzlich auch im Nordpol oder am Pol, wenn es weiter südlich ist. Und wir hatten auch letztes Jahr, glaube ich, mal in Österreich Nordlichter sichtbar. Dann kann das durchaus Störungen hervorrufen, aber nicht diese zerstörerische Wirkung haben. Wenn das aber im Norden, wo es am heftigsten wirksam wird, natürlich Infrastruktur zum Ausfall bringt, so wie das europäische System derzeit gestaltet ist, wäre es durchaus denkbar, dass eben wieder der Domino-Effekt ausgelöst wird und dann weite Teile Europas mitgerissen werden. Also von dem her gibt es durchaus mehrere Dinge, die möglich sind, aber wo halt sehr schwierig ist, dann Vorbereitungen zu treffen. Aber auch jetzt Richtung Solar- oder Sonnensturm, auch hier wäre ein Zellulärsystem ein weiterer Booster, weil wenn, es gibt eine gewisse Vorwarnzeit und wenn man sich darauf vorbereitet und sagt, es zeichnet sich ab, dass jetzt so ein Mega-Event eingetreten ist, oder man hat das beobachtet, dass eingetreten ist und jetzt erwarten muss, dass diese enormen Teilchen auf die Erde treffen, dann könnte man rechtzeitig Leitungen auftrennen und damit Unterstrukturen bilden und auch wieder die Schäden oder die Ausbreitung der Schäden minimieren, was heute kaum möglich ist, weil durch den Strommarkt wir keine Rücksicht auf die lokalen Strukturen oder wenig Rücksicht auf diese Strukturen nehmen. Der Kraftwerke gar nicht im Einsatz sind, weil es gerade kostentechnisch gar nicht sinnvoll ist. Ja, jetzt haben wir den großen Blackout. Jetzt stellen wir uns das leider mal vor. Ich betone leider, weil wir es uns nicht vorstellen wollen. Aber man darf damit mal rechnen. Also du hast jetzt einige Fakten auch genannt, was auch realistisch sich anhört, dass sowas passieren kann. Jetzt stehen wir da. Was passiert in den ersten Stunden? In den ersten Stunden, glaube ich, ist noch alles noch ziemlich ruhig, glaube ich. So, ich werde mal so mein Gefühl rüberbringen. Ich stelle es mir so vor, ersten Stunden, okay, man kennt es ja, ne, man wartet und jetzt gehen schon die ersten, sagen wir, 8 Stunden, hui, 8 Stunden, oh, ich mache mir jetzt schon Gedanken über meinen Kühlschrank. Ne, wohin damit? Ne, ist kalt draußen oder nicht? Dann kann ich noch draußen den Kühlschrank nutzen. Ja, kein Telefon, wie komme ich da hin? Wie kann ich noch mich informieren? Oh, Nachbarn, ja, man geht zum Nachbarn hin, hey, immer noch kein Strom da. Und da ist ja die Vernetzung auch da. Ich kann jetzt ganz weit ausführen.
für mich ist erkennbar, dass dann irgendwann mal auch das Essen, die Infrastruktur wird ja auch zusammenbrechen, dass halt die Supermärkte vielleicht nicht mehr beliefert werden können wie bisher. Und dann Großstädte, Ballungszentren, Hunger, dann werden die Türen eingetreten, so sage ich jetzt mal. Vielleicht ist auch am Anfang die Polizei da, steht auch noch da, aber hat auch bestimmt in dieser Situation vieles anderes zu tun. Vielleicht bemühen sie sich noch, aber irgendwann können sie das eh nicht Herr werden darüber, was da passiert. Das heißt, wir rutschen auch vielleicht mit, viele Menschen rutschen in einer Angst auch herein, was sie gar nicht sich jetzt heute vorstellen können. Kann ich das so mit diesen Worten mal so rüberbringen? Ja, ganz gut beschrieben, und es ist durchaus die Situation, die zu erwarten ist. Aber ich möchte mal eingangs das Szenario beleuchten. Das heißt, an normalen Stromausfällen haben schon viele erlebt, und dann geht halt der Strom nicht, und ja, Mobilfunk vielleicht manchmal nicht, aber in der Regel geht es doch noch. Das heißt, das erste Anzeichen, wenn ich merke, okay, der Stromausfall ist nicht in meinem Haus, oder wenn ich rausschaue am Abend, wenn kein Licht leuchtet, merke, das ist nicht nur in meinem Haus nicht, sondern auch in der Umgebung nicht. Erstes Anzeichen, dass jetzt was Größeres ist, wäre eben, wenn das Mobilfunknetz auch ausfällt. Und beim Mobilfunknetz kann man davon ausgehen, dass das binnen Minuten bis maximal 2 Stunden weg ist. Im städtischen Bereich eher früher als später. Und vor allem, wenn dann die Menschen merken, hoppla, es geht nichts mehr, jetzt muss ich einen anrufen. Dann viele Menschen das gleichzeitig machen, führt das zu Überlastung, und dann bricht das System eben zusammen oder weg. Beim Festnetz gibt es viele Ungewissheiten. Viele Menschen haben heute einen digitalen Apparat, das heißt, sie brauchen auch die Stromversorgung dazu. Das heißt, das wird auch nicht funktionieren, und wenn nur mehr sehr eingeschränkt, auch nur überschaubare Zeit. Und ohne Strom und ohne Telekommunikation fallen die 2 wichtigsten Infrastrukturen aus, und damit funktioniert eigentlich ziemlich rasch dann nichts mehr oder bis gar nichts mehr. Das Auto funktioniert grundsätzlich, aber wenn ich tanken muss, dann gibt es auch keinen Sprit mehr. Die Tankstellen sind auch nicht notstromversorgt. Also Mobilität, solange mein Tank gefüllt ist. Und ganz wichtig ist, die einzige Informationsmöglichkeit ist dann das Radio, weil beim ORF sind die Senderstationen rund 72 Stunden notstromversorgt. Das heißt, über 3 Tage lang kann und wahrscheinlich auch mit etwas Puffer ein bisschen länger Informationen ausgestrahlt werden. Dazu braucht man aber ein Radio oder ein Empfangsgerät. Und viele Menschen haben kein Batterieradio mehr, aber die meisten vergessen, dass ein Autoradio auch ein Batterieradio ist, sogar ein sehr gutes, und das länger halten wird. Ein anderes Empfangsmedium ist das Smartphone oder Telefon, ja, Smartphone eigentlich. Das hat in der Regel auch noch einen FM-Radio drin, man braucht nur den Kopfhörer dazu, weil das ist gleichzeitig die Antenne. Das kann man einfach mal testen, indem man die Datenverbindung abschaltet und dann das Radio einschaltet, und mal checken, funktioniert das. Dann weiß ich, habe ich noch hier ein Radio, wenn auch hier der Akku geladen ist oder ich vielleicht noch Akkuberg zu Hause habe. Ne? Ja, im städtischen Umfeld, was passiert noch? Der Verkehr bricht natürlich zusammen, wenn die Ampeln ausfallen, die Verkehrssteuerung ausfällt. Alle großen Straßentunnels müssen in Österreich spätestens nach 1,5 Stunden gesperrt werden, weil die Sicherheitseinrichtungen nicht mehr funktionieren. Das heißt, größere, längere Tunnel eigentlich ziemlich zeitnah bzw. sofort, und alle anderen kommen spätestens nach 1,5 Stunden dran. Das heißt, es kommt der Verkehr völlig zum Erliegen. Auch der öffentliche Verkehr, Straßenbahnen, U-Bahnen, Busverkehr wird natürlich stocken dann. Die Bahn hat zwar eigene Stromversorgung, aber die schafft nur 1/3 etwa vom Fahrstrom, und dann die Leittechnik ist großteils auf dem öffentlichen Netz, das heißt auch der Bahnverkehr bricht zusammen. Das heißt, man bleibt irgendwo auf der Strecke liegen. Bei der U-Bahn ist der Vorteil, dass hier vorgesorgt ist, das heißt, man kann nach und nach dann die Züge in die Stationen bringen und dann sicher evakuieren, aber es wird auch dort dauern, weil es dann doch, ich glaube, um die 100 Züge auf der Strecke zeitgleich, und bis das alles abgeräumt ist, wird es einfach dauern, aber es ist zumindest eine gewisse Vorsorge getroffen. Ne? Im städtischen Umfeld natürlich auch Aufzüge, die stecken bleiben, und wenn das am schlechten Zeitpunkt ist, in der Früh oder am Abend, wenn die Leute nach Hause kommen, dann stecken wahrscheinlich tausende Leute in Liften. Und in Wien gibt es zigtausende Lifte.
Ja, die Befreiung wird nur sehr schwer möglich sein, weil man kommt vielleicht noch zum Callcenter vom Liftbetreiber die ersten noch hinrufen, aber die werden keinen Techniker mehr verständigen können, weil der ist über Handy erreichbar. Die Feuerwehr wird auch nur schwer erreichbar sein oder durch Verkehrschaos auch nur schwer vorankommen. Das heißt, wenn man im Lift ist, hat man wirklich schlechte Karten. Dann wird es sicher länger dauern. Ein ganz auch wenig betrachtetes Thema ist wahrscheinlich Skilifte, wobei es dort grundsätzlich Notstromeinrichtungen gibt, damit Skilifte eben, wenn es ein Problem gibt, auch wieder abgeräumt werden können. Die Problematik sehe ich aber darin, wenn alle Lifte gleichzeitig stehen, dann ist das personell wahrscheinlich nicht so einfach zu bewerkstelligen. Das heißt, wenn man am Skilift sitzt, dann hat man wahrscheinlich auch ziemlich schlechte Karten gezogen. Bis hin dann natürlich Tourismus insgesamt, kommen ins Hotel, das möglicherweise finster ist und wie geht es dann weiter? Also auch hier viele Fragen. Also wir brauchen gar nicht in die ferne Zukunft, in mehrere Tage gehen, bereits das unmittelbare Ereignis hat heftigste Auswirkungen. Ich glaube aber insgesamt wird sich in den ersten Stunden eher ein Slowdown ergeben. Das heißt, ja, wenn nichts mehr geht und alles Stillstand, werden wir eher überfordert sein mit der vielen Freizeit und Anführungszeichen, mit den wenigen Informationen, die auf einmal da sind. Es wird hoffentlich dazu führen, dass die Menschen enger zusammenrücken, sich austauschen, sich helfen gegenseitig, was ein ganz entscheidender Punkt ist, damit man mit sowas umgehen kann. Ja, und wenn es dann länger dauert, dann wird es natürlich, wie vom Klaus geschildert, möglicherweise punktuell auch ungemütlicher. Und daher ist der ganz wichtige Aspekt auch die persönliche Vorsorge auf dieses Thema, vor allem mit Lebensmittelversorgung. Denn wie lange dauert das Ganze? Meine Frage ist dann immer, was? Wie beim Stromausfall kann man es noch ungefähr abschätzen. Die Netzbetreiber bereiten das vor, die machen jährliche Simulationstrainingsübungen und Tests, wo man in Österreich einschätzt zwischen 12 und 24 Stunden wahrscheinlich, bis wieder halbwegs eine stabile, weitgehend funktionierte Stromversorgung hergestellt werden kann. Das heißt, punktuell wahrscheinlich deutlich früher, aber insgesamt muss man mit dem Zeitraum rechnen. Dann funktioniert zumindest die Wasser- und Abwasserentsorgung wieder. Das ist auch ein Punkt. In vielen Regionen funktioniert irgendwann auch die Wasserversorgung nur mehr eingeschränkt oder gar nicht und vor allem die Abwasserentsorgung nicht. Und bei unserer Veranstaltung im Schloss Laudern hat eben der Bürgermeister von Feldbach berichtet, dass nach einem Tag 400 Keller in der Stadt mit Fäkalien gefüllt sind, weil eben die Hebewerke nicht funktionieren und das wird in vielen anderen Regionen auch passieren, wenn man sich nicht darauf vorbereitet. Aber wenn jetzt wieder Strom da ist, dann würde zumindest dieser Bereich wieder funktionieren beginnen. Aber das Problem ist, dass die Telekommunikation noch nicht funktionieren wird. Und das ist einer der größten Unsicherheitsfaktoren aus meiner Sicht, weil wir nicht wissen, wie lange es dauern wird, die Telekommunikation wieder hochzufahren. Hängt natürlich von der Stromausfalldauer ab. Das heißt, je länger der Stromausfall dauert, desto schwieriger wird es, die anderen Infrastrukturen wieder in Betrieb zu nehmen. Und gerade der Telekommunikationssektor, der ist jetzt über Jahrzehnte gewachsen und immer wieder was Neues dazu. Und das dann wieder auf die Reihe zu bringen, das ist ja schwer vorherzusagen, wie lange es wirklich dauern wird. Und es gibt da auch Erfahrungswerte aus lokalen Stromausfällen im Infrastrukturbereich, wo bis zu 30% der Netzteile kaputt geworden sind. Das passiert immer wieder, bekomme ich immer wieder bestätigt, auch in Deutschland. Das fällt im Normalfall nicht auf, weil diese Netzteile kann man beim Lokalausfall irgendwo auftreiben. Wenn wir aber von Großflächenereignis sprechen, dann wird es diese Ersatzteile nicht geben. Und jetzt ist die Frage, wie viele kritische Komponenten stehen nicht zur Verfügung und wieder die Kette ist nur so stark wie das schwächste Glied. Und wenn eben diese Teile nicht da sind, dann wird es wahrscheinlich Probleme geben. Und ohne Telekommunikation gibt es keine Datenverbindungen, gibt es keine Logistikanwendungen und ohne Logistikanwendungen gibt es keine Daten, Produkte und Waren, die irgendwie verteilt werden können. Man kann natürlich mit kleinen Rückverlegungen, aber das wird nur punktuell funktionieren. Aber das, was wir heute tagtäglich gewohnt sind, just in time, just in process, Warenverteilung, Warenproduktion, das funktioniert dann alles nicht. Das heißt, meine Einschätzung ist, dass die gesamte Warenwirtschaft nicht wirklich vor einer Woche wieder beginnt anzulaufen. Also wir reden nur von Anlauf.
Und wir werden dort Engpässe und Probleme über Wochen und Monate sehen. Monate speziell in der Tierhaltung. Wenn es hier binnen Stunden zu Massenausfällen kommt, das kann man nicht kompensieren. Das andere dabei ist, dass wir erwarten müssen, dass auf europäischer Ebene der Stromausfall bereits mehrere Tage dauert in Teilen. Und wenn wir wissen, dass wir unsere Waren heute transportiert und verarbeitet werden, das heißt transnational über Ländergrenzen hinweg transportiert, verarbeitet werden. Und hier wieder, wenn hier ein Kettenglied ausfällt, dann funktioniert die gesamte Kette nicht. Das heißt, auch wenn bei uns oder so wie in Tirol angenommen wird, dass binnen 5 Stunden wieder die Stromversorgung funktionieren soll, dann bedeutet das aber nicht, dass der Rest wieder funktionieren wird. Und wenn die Waren nicht kommen, dann wird es auch in Tirol nichts zum Essen geben oder keine Nachlieferungen. Und daher ist es ganz wichtig, dass wir, jeder Einzelne von uns, sich auch mit diesem Thema beschäftigt und diese zumindest 1 bis 2-wöchige Selbstversorgungsfähigkeit vorbereitet. Und das, glaube ich, lässt sich relativ einfach machen. Es gibt da eben Checklisten vom Roten Kreuz oder von den Zivilschutzverbänden. Aber einfach meine Empfehlung ist dabei immer selbst zu überlegen, was würde ich auf einen Campingurlaub mitnehmen, eben für 1 bis 2 Wochen, wo ich nichts nachkaufen kann. Was brauche ich alles? Weil dann habe ich die Güter und die Lebensmittel, die auch ich sonst essen würde. Und ich habe die Medikamente, die ich brauchen würde. Ich habe auch die Sanitärbedürfnisse damit bedacht. Es hilft nichts, wenn ich eine Checkliste abhacke und die Dinge dann nicht verwende, weil ich das im Alltag auch nicht essen würde oder wie auch immer. Ne? Es gibt natürlich die Möglichkeit, dass ich auf Spezialnahrung zurückgreife. Wird auch angeboten, ist halt relativ teuer. Die hält dann aber 15 oder 20 Jahre. Ist eine Möglichkeit, weil dann brauche ich mich nicht mehr darum kümmern. Mein Zugang ist eher, ich nehme Nudeln, Reis, Konserven, die ich auch im Alltag verwende und kann das so umwälzen. Ist natürlich ein bisschen mehr Aufwand, aber das muss jeder für sich selbst entscheiden, wie man das am besten löst. Aber wichtig ist, man muss sich einstellen, 1 bis 2 Wochen selbst über die Runden kommen zu können, denn es gibt keine Hilfe, es gibt keine vorbereiteten Lager, noch Prozesse, das heißt, wenn das passiert, ist jeder auf sich selbst gestellt und daher ist es so wichtig, dass wir uns alle miteinander damit auseinandersetzen. Ich gehe noch ein Stück weiter. Test, Test, ja, so. Ich gehe noch mal kurz ran. Ja, ich bin ja hier vom Land. Was machen die ganzen Bauern? Die Kühe, die gemolken werden, die können gar nicht die Kühe melken. Die sind ja am Verrecken, diese Kühe. Was meinst du, was der Bauer Not hat? Um seine Tiere. Und die Tiere vor allem Not haben. Das sind Szenarien, die sich keiner vorstellen möchte, aber sie werden dann auch eintreten, weil ja alles das, was dieser Elektro, ja, Versorgung uns gibt, ja auch uns bequem macht, mehr Milch und da sind aber auf deiner Seite auch dann auch die Schattenseiten. Es geht um Vernetzung. Was passiert, Nachbar? Ich verstehe nur eines nicht. Möglichkeiten hätten wir schon. Wir haben die CB-Funker da einmal. Die haben auch andere Möglichkeiten. Dann haben wir Internet da, haben aber Checkpoints von A1-Türme XY. Wir haben Kabelverbindungen, alles das. Router, alle für sich. Geht auch Zusammenschaltung, Router für Router. Wenn der eine Strom hat und der andere Strom hat, dann ist die Möglichkeit sehr groß, dass man auch trotz allem Verbindung aufbauen kann. Das sind andere Infrastrukturen, die aber vom System wohl anscheinend nicht gewollt sind. Ich weiß es nicht. Wäre für mich logisch, zumindest da mal anzusetzen. Aber ich bin nicht das System und bei mir ist nicht die Logik in dieser Hinsicht ja anscheinend richtig. Aber für mich als denkender Mensch, glaube ich, wäre da schon ein Weg der Lösung fassbar auf jeden Fall. Wo das geht ja dann schließlich auch um das Beruhigen. Ich meine, der Landwirt hat da wirklich Not. Also da braucht man gar nicht reden. Es geht jetzt nur um seine Tiere. Aber wir haben ja auch noch die Spitäler, die ja auch nur eine gewisse Grundversorgung auch gewährleisten können. Die Spitäler in ihren OP-Bereichen und so weiter. Das sind ja auch diese Dinge. Ja, was passiert? Ich wohne jetzt hier bei mir hier, 15 Häuser. Ja, jetzt haben wir schon 24 Stunden keinen Strom mehr hier. Jetzt stelle ich mir das nur so vor. Ja, dann würde ich meinen Gaskocher rausholen. Ich möchte ja einen Kaffee trinken. Ja, so fängt man erstmal so an. Ja, ich habe das Glück, dass ich einen Holzofen habe. Mir wird es auch noch warm bleiben. Das ist auch gut. Also ich würde das Okitoki enorm vermissen, weil ich keinen Strom habe. Also das darf ich hier mal am Rand als Schmäh reinbringen. Das ist aber nicht ein Schmäh, sondern das würde ich schon vermissen. Ja, Essen. Ein bisschen abgesichert habe ich mich auch. Natürlich jetzt nicht in den riesen Depots. Ne?
weil ich gehe da schon ein bisschen ins Vertrauen rein auch, dass es nicht so arg wird. Ne? Ja, das machen vielleicht viele. Ne? Ich habe gute Freunde auch, die ein bisschen besser vorbereitet auch sind. Vielleicht habe ich auch das Glück, dass ich dann zu denen komme, wie auch immer. Ich kann es selbst nicht sagen. Ja, die Kriminalität steigt. Die Supermärkte werden hier bei mir in der Ortschaft geplündert. Ja, und dann geht schon eine Woche vorbei. Was ist denn nach der Woche? Ja, dann kommen noch die Leute, die noch Benzin haben in ihren Autos, die schon die Benzintankstellen noch vielleicht das Benzin gebunkert haben, wie in einem gewissen Spielfilm, sage ich jetzt mal. Dann lebe ich ja auch gar nicht mehr hier sicher. Weil ich muss damit ja rechnen, dass ja eine Art Willkür ist und die Tür vielleicht eingetreten wird oder was auch immer. Ja, weil ja hier ist ja warm, wenn es im Winter ist. Weil man sieht ja den Schornstein rauchen, zum Beispiel. Das sind ja alles die Dinge. Wie kann man sich am besten vernetzen, um eine Sicherheit zu bekommen? Was schlägst du vor in so einem kleinen Dorf, wie wir hier jetzt sind? 15 Häuser plus die Dörfer außen herum. Fahrräder stehen zur Verfügung, sage ich mal. Was würdest du tun für diese Menschen? Ja, es ist Selbstorganisation gefragt. Das heißt, in der Chaosphase bildet sich immer eine neue Organisation, Selbstorganisation. Das ist immer aus der Chaosforschung bekannt. Und im Prinzip ja, sind wir dann in einer Chaos-Situation, wenn nichts mehr funktioniert, wie wir das gewohnt sind und auf das wir uns verlassen. Und da müssen wir uns wieder neu organisieren. Und daher ist gerade die Nachbarschaftshilfe und die Zusammenhilfe und Zusammenwirken auf lokaler Ebene besonders wichtig. Ich hoffe nicht, dass wir in die Woche reinkommen, weil dann sind wir in einer sehr schwierigen Situation, um wieder zur Normalität zurückzukehren. Wollen wir auch jetzt nicht weiter thematisieren, aber was können wir tun? Wie du angesprochen hast, Plünderungen von Supermärkten, die punktuell sicher passieren werden, hoffentlich nicht im größeren Umfang, wenn es nicht zu lange dauert. Mein warnender Hinweis ist immer, wenn das passiert, dann wird es noch schwieriger, dort wieder eine Versorgung hinzubringen. Das heißt, es wird noch länger dauern, bis ich wieder was einkaufen kann. Der sollte es eigentlich im Interesse der Anwohner oder auch der Gemeinde, der Bürgermeister ist der erste behördliche Einsatzleiter, der eigentlich lokal für Ruhe, Ordnung und halt Hilfe sorgen muss. Und ich glaube, dabei ist ganz wichtig, auf solche wichtigen Punkte zu achten, dass die nicht zerstört werden, weil das wäre natürlich verheerend für die Wiederherstellung der Normalität. Und ich glaube, dass dann nur durchaus notwendig wird, dass man ja nach außen hin auftritt. Ja, wir haben im Vorfeld auch gesprochen, oft kommt dann, wenn man sagt, ja, ich habe vorgesorgt, sage ich, ja, und deine Umgebung, ich habe Bewaffnung auch. Ich glaube, das ist ein schlechter Zugang, weil wenn wir auf so einem Niveau dann weiter handeln, dann kommen wir nicht mehr in eine Normalität zurück, die wir gewohnt sind. Die gibt es natürlich, die Leute, durchaus verständlich aus ihrer ja, gewissen Verzweiflung auch, wenn nur sie was machen und alle anderen lassen sie gehen. Und da muss man natürlich auf das schauen, dass das natürlich nicht dann irgendwie abhanden kommt. Ne? Aber ich glaube, dass es trotzdem wichtiger und sinnvoller ist, dass wir versuchen, möglichst viele Menschen einzubinden und gemeinschaftlich auch so eine mögliche Krisensituation angehen oder uns darauf vorbereiten. Und auch in der Situation dann, dass man sagt, ja, ich organisiere das jetzt zwei Menschen oder mehr Menschen vor dem Supermarkt, Streife gehen oder eben verhindern, dass dort frühzeitig etwas zerstört wird. Nicht im Sinne von dann Abwehr und auf Kampfhandlungen, sondern einfach die Hemmschwelle zu erhöhen, dass einfach zu leicht gemacht wird, dass jemand das tut. Wenn die Gewaltbereitschaft zu groß wird, dann kann man es eh nicht mehr verhindern. Aber ich glaube, dass man so durch aktives Auftreten, entschlosseneres Auftreten, aber ohne gleich mit der Gewaltbereitschaft sehr viel hinausgeschoben werden kann. Und zum anderen ist es auch wichtig, die Menschen einzubinden und zu beschäftigen. Es stärkt den Zusammenhalt und wenn man jetzt miteinander kommuniziert, sie austauscht, gemeinsam jetzt der Streife geht oder auch vielleicht andere Arbeiten, die sonst liegen bleiben macht, dann sinkt die Bereitschaft, auf Gewaltebene überzugehen. Und daher ist dieser soziale Aspekt ganz essentiell. Und vor 3 Jahren gab es ja diesen schweren Stromausfall in Slowenien durch den Eisregen, wo doch große Teile des Landes temporär mal ohne Strom waren, wo es einen internationalen Hilfseinsatz gab, wo auch viele, also der größte Kontingent war aus Niederösterreich mit Feuerwehren
Und dort war auch die Aussage, sie mussten nach mehreren Tagen dann dafür sorgen, dass Sportplätze freigeschaufelt werden und so weiter, damit die Leute das beschäftigen können. Wenn wir nicht gewohnt sind, nichts zu tun und keine Information zu haben, und daher ist es einfach wichtig, auch ja, Menschen einzubinden, aber nicht nur aus dieser Beschäftigung, sondern einfach, weil es für diesen Zusammenhalt sinnvoll und notwendig ist, dass wir möglichst lang auf ja, friedlicher Ebene mit so einer Krise umgehen können. Ich denke, wir machen Pause, haben gleich eine Stunde vorbei und danach möchte ich gerne mal so ein bisschen auch schon ein bisschen reflektieren. Vielleicht hat der ein oder andere Zuhörer auch was zu sagen. Natürlich habe ich hier auf dem Zettel noch die Energiezelle, die ich noch ansprechen möchte heute. Was ist das? Ja, das dürft ihr euch fragen. Ja, und dann natürlich die Überlebenstrainings, was, wo kann man da hingehen am besten, dass man da auch nochmal kurz drüber spricht. Es gibt ja solche Kurse auch heute schon, die immer wieder angeboten werden, um auch dann, wenn es wirklich jetzt böse kommt und ich werde verjagt aus meinem Haus, mit meinem Jäckchen da bin, und wie mache ich ein Feuer? Ja, es hört sich brutal an, wir wollen natürlich nicht, dass es passiert, aber alles kann sein, alles kann passieren, heißt nicht, dass es so passieren wird, aber es kann alles passieren. Aber jetzt geht's uns gut. Und das ist auch mal die Sicherheit, die wir jetzt auch haben. Das dürfen wir ruhig sagen. Ich würde sagen, du hast ein Lied rausgesucht, wenn das Licht mal ausgeht. Hier ist ein kurzer Song. Ich habe ihn schon im Auto gehört, die Tage, wo ich nach Graz gefahren bin. Kommt aus den 30er, 40er Jahren vermutlich. 60er Jahre wird dir mir gesagt. Ja, dann wollen wir doch mal die Musik abspielen und würde sagen, in 2,5 Minuten sind wir dann wieder da für euch. Bis gleich. Ja, das hört man immer gerne. Das ist ja ein Kompliment einer Frau. Das sind Blumensträußchen. Eigentlich ist es immer umgekehrt, aber ich finde es super. Ja, es passiert nichts, wenn wir uns vorstellen. Ich würde gerne kuscheln gehen, wenn das Licht ausgeht. Ein bisschen Schmäh muss sein. So ist es, glaube ich, allen ganz recht. Ich ziehe jetzt mal unsere Zuhörer hoch. Das ist einfach mal der Krypto-TV. Dann haben wir Shogun. Haben wir da Krypto-TV. Der Tipperli ist nicht da. Der Wal ist heute bei uns. Und auch der Yin-Yang ist bei uns im Hörmodus. Und es freut mich, dass ihr da seid. Ist denn von euch jemand am Mikrofon? Mal kurz flackern vielleicht mit dem Mikrofon. Shogun ist da, Krypto-TV, Wale, bist du auch da, Yin-Yang? Okay, dann sage ich mal guten Abend, Shogun. Und dann Krypto-TV. Shogun, du hast die Sendung verfolgen können. Und ja, was sind so deine Gedanken dazu? Shogun? Ja, bitte. Ja, wenn es keinen Krieg gäbe, dann bräuchten wir uns keine Gedanken zu machen. Punkt. Ja, wenn der Strom weg ist, und ich habe ja gerade das angesprochen, lieber Shogun, wenn wir keinen Strom haben, haben wir keinen Strom. Das hat jetzt nicht unbedingt damit zu tun, dass wir Krieg haben. Wir haben die Ursachen heute festgestellt, dass die Netze eigentlich veraltet sind und eigentlich neu überholt werden sollte. So habe ich es richtig verstanden, Herbert. Da kann man so in der Art sagen. Oder magst du noch was dazu sagen? Ja, es gibt verschiedene Herausforderungen, nicht nur veraltete Netze, das kommt erst in wenigen Jahren noch viel stärker, dass die Infrastruktur erneuert werden muss, aber die Hauptherausforderung ist, dass sie an die neuen Bedingungen durch die erneuerbare Energie angepasst werden muss, die Infrastruktur, und eben, wie man schon angekündigt hat, in Richtung Energiezellensystem. Das heißt, dezentrale Strukturen, weil immer aus der Systemwissenschaft bekannt ist, dass lebensfähige Systeme drei wesentliche Kennzeichen aufweisen oder Weiterentwicklung. Das heißt, der erste Punkt ist Energiebedarfssenkung, Ressourcenbedarfssenkung, weil ich damit die Abhängigkeiten nach außen reduzieren kann. Das heißt, es funktioniert in der Natur immer so, dass etwas Neues weniger Energie braucht. Dann der zweite Punkt ist Dezentralisierung oder Dezentralität. Das heißt, vor allem komplexe Systeme lassen sich nicht zentral steuern. Das, was bisher im Großsystem möglich war, wird durch die zunehmenden dezentralen Erzeuger immer schwieriger bis unmöglich. Und daher brauche ich autonome Strukturen. Das heißt eben Zellstrukturen, wo das für sich funktioniert, aber nicht isoliert als Insel autark, sondern durchaus mit der Umgebung vernetzt. Und es kann durchaus eine europäische Zelle wieder sein, eine Überzelle oder ein Organ, wie man es dann betrachten möchte.
Aber wenn es ein Problem gibt, dann würde jede Zelle für sich oder die meisten Zellen für sich auch noch eine rudimentäre Notversorgung sicherstellen können. Und der dritte Punkt, der ganz wichtig ist für ein lebensfähiges System, das sein ist Fehlerfreundlichkeit, Fehlertoleranz. Das, was wir im technischen Bereich eigentlich immer verhindern wollen. Wir wollen immer die Menschen an die Technik anpassen, das funktioniert aber nicht. Wie wir feststellen, wir müssen eher die Technik an den Menschen anpassen und an seine Unzulänglichkeiten. Und das heißt, so ein System muss auch mit Störungen umgehen können und das muss im Design schon berücksichtigt werden, dann kann das auch funktionieren. Und diese Zellstruktur, wie groß ist das? Das kann man nicht jetzt pauschal sagen, das hängt von den lokalen Bedingungen ab. Die kleinste Variante ist natürlich im Haushalt, indem ich meine Photovoltaikanlage habe, die nebenbei gesagt zwar den eigenen Strom erzeugt, aber bei einem Blackout oder Stromausfall keinen Strom erzeugt für die meisten Menschen, weil diese Photovoltaikanlagen aus Sicherheitsgründen netzgeführt sind. Das heißt, die funktionieren nur, wenn 50 Hertz anliegen und sonst schaltet sich die Anlage ab. Außer man hat eine inselbetriebsfähige Anlage, das heißt, es gibt eine automatische oder manuelle Netztrennung, damit ich eben nicht in das Netz zurückspeise und dann den Servicetechniker vom Masten runterhole. Das heißt, ich trenne mich vom Netz, dann würde das nur mehr im Haus funktionieren. Und das, was jetzt aktuell gerade kommt, sind Speicherlösungen, die leistbar sind. Die Powerwall von Tesla zum Beispiel oder auch Chrysler Electric im Mühlviertel baut gerade einen Heimspeicher, der jetzt gerade am Markt kommt. Und damit könnte ich auch dann im Sonnenstrom zwischenspeichern und in der Nacht oder wenn die Sonne nicht scheint, noch rudimentär eine Versorgung im Haus sicherstellen. Das heißt, die Haushaltsebene wäre die kleinste Ebene, ist aber nicht sehr schlau und effizient. Das Problem ist aber derzeit die rechtliche Lage, dass das eigentlich nur so machbar ist. Sinnvoller wäre das größer zu denken, das heißt in der Gemeinde oder auch noch größere Zellen, wo ich dann Kleinwasserkraftwerke, Biogasanlagen oder sonst was einbinde, wo ich Speicher dazu baue, aber auch vor allem Energieeffizienz ist ganz wichtig. Das heißt, diese Energiebedarfssenkung, die Mengen, die wir heute verbrauchen, die kann man derzeit und in absehbarer Zeit technisch mit erneuerbaren Energien vor allem ständig nicht zur Verfügung stellen. Das heißt, wir müssen daher neue Wege gehen. Es wird sich einiges in der Forschung und Entwicklung noch tun, aber wir brauchen das jetzt und nicht erst in 10 Jahren, 20 Jahren. Weil so wie das System heute beieinander ist, müssen wir rasch handeln, um hier eben Schlimmeres zu verhindern. Bedeutet auch, die ganzen Photovoltaikanlagen sind ja eigentlich gar nicht dann effizient beim Stromausfall. So richtig verstanden einmal, das möchte ich nochmal auf den Punkt bringen. Und die ganzen Solardächer, die man hat, auch nur bedingt Strom einspeisen können, trotz des Blackouts, oder? Ja, Photovoltaik ist im Sonnenstrom, Solar spricht man eigentlich von Solarthermie, also das ist die Wärme. Aber wenn ich das nicht mit der inselbetriebsfähigen Anlage oder mit einem Batteriespeicher kopple, dann wird die Umwälzung nicht funktionieren oder nur sehr eingeschränkt. Das heißt, auch die Heizung würde nicht funktionieren. Aber richtig, die Photovoltaikanlagen würden bei Netzausfall nicht produzieren. Also 95% oder der Großteil der Anlagen, außer die wenigen, die inselbetriebsfähig, heute schon inselbetriebsfähig sind. Aber das wäre eine Maßnahme, die jetzt möglich ist, weil technisch erst auch jetzt gerade die Lösungen kommen, wo das auch wirklich umsetzbar ist. Das war nicht böse bisher, sondern hat einfach weit mehr Kost, beziehungsweise war technisch nicht so trivial. Aber wir haben jetzt das Wissen und die technischen Lösungen, dass das möglich wird und daher sollte man in Zukunft eigentlich nur mehr Photovoltaikanlagen zulassen oder bauen, die diese Fähigkeit mitbringen. Und ein Teil der Probleme ist auch darauf zurückzuführen durch die Einspeisförderung, speziell in Deutschland, wo es so sehr hohe Preise oder Einspeisentgelte gab, das dazu geführt hat, dass jeder Haushalt oder jeder PV-Besitzer natürlich seine Anlage optimal nach Süden ausgerichtet hat, damit sie natürlich betriebswirtschaftlich bestmöglich erwirtschaftet. Das führt genau zu dem, dass wir heute genau um diese Zeit dann Peaks haben, wo wir zu viel Strom haben. Und eigentlich wäre es viel sinnvoller gewesen, eine Investitionsförderung mit der Auflage zu verteilen, dass der Prosumer jetzt möglichst viel selbst verbraucht und seinen Eigenbedarf optimiert wird. Denn wenn wir
sofort interessiert gewesen, seinen Bedarf zu senken. Er hat sich so eingerichtet, dass er möglichst viel selbst erzeugt und wenig Infrastruktur braucht. Und das ist, was viele PV-Besitzer vergessen, wenn sie sagen, ja, ich produziere eh so viel Strom und jetzt habe ich meine Batterie oder mein Akku eigentlich richtigerweise und jetzt bin ich auch noch teilautark, was ein Blödsinn ist aus meiner Sicht, wenn ich das so hart ausdrücken darf. Man kann nicht ein bisschen autark sein, so wie man nicht ein Teilschwanger sein kann, kann man auch nicht teilautark sein, sondern man kann nur seine Autonomie erhöhen. Und was hier meistens vergessen wird, ist nicht böse Absicht, aber es ist halt so, dass diese Menschen rund um die Uhr und das ganze Jahr über Strom haben wollen. Und auch wenn sie nur mehr wenig das Netz benutzen, die gesamte Infrastruktur dahinter, das ist ja nicht nur die Leitung, sondern das ist ja der Kraftwerkpark und die ganzen Aufwände, die notwendig sind, die müssen aber 8760 Stunden im Jahr und eigentlich muss man es in Sekunden umrechnen oder noch kleiner, muss das zur Verfügung stehen, damit, wenn ich jetzt kurzfristig eben keinen Strom in der Batterie habe oder selbst erzeuge, auch noch mein System funktioniert. Der Strom lässt sich eben nicht speichern, der muss ständig ausgeglichen sein, Verbrauch und Erzeugung. Speichern, was wir unter Speichern verstehen, ist eigentlich umwandeln in eine andere Energieform, kinetisch beim Wasserspeicher oder chemisch in Batterie, aber Strom an sich lässt sich nicht speichern, der muss das immer im Ausgleich sein. Das war bisher relativ einfach noch möglich, weil einfach die Last, also dann die Erzeugung der Last gefolgt ist. Und jetzt hat sich aber die Erzeugung auch geändert. Das heißt, die ist nicht mehr fix einstellbar oder steuerbar. Und jetzt muss ich beide Seiten ausgleichen. Und das ist auch eben die große Herausforderung, das im Einklang zu bringen. Gut, ist schon gut. Ich denke, das ist verstanden. Oder hast du da Fragen dazu? Wie gesagt, natürlich wollen wir keinen Krieg haben. Aber es sind andere Dinge, die da passieren können. Magst du noch was dazu sagen? Sonst gebe ich das Wort zum Roman, zum Krypto-TV. Ja, gibt's im Krypto-TV. Danke dir und guten Abend, Roman. Herzlich willkommen. Ja, hallo miteinander. Ja, es bedarf eben nicht nur immer Kriege, um Infrastruktur und Gesellschaften zu zerstören. Es wurden ja in der Vergangenheit die Menschheit ja schon sage und schreibe, so schätzt man, 4-mal in die Steinzeit zurückbefördert. Manche berichten wegen globalen Kriegen, aber auch wegen Katastrophen. Denken wir mal an die Flut, die auch in vielen Kulturen überliefert ist. Aber die Frage jetzt bei mir speziell, es gibt ja auch Leute, ich meine, Städte können ja ab einem gewissen Zeitpunkt sehr gefährlich werden. Und da gibt es auch die Leute, die machen dann Städteflucht. Die geben sich auf die Berge, in große Wälder, bauen sich dort so Grubenhütten. Wann sollte man bedenken, eine Stadt zu verlassen? Gibt es da Zeitangaben oder gibt es da gewisse Auffälligkeiten, die man beachten sollte? Gute Frage. Ich habe auch vor Jahren einmal ein Überlebensbuch zugesandt bekommen und um Stellungnahme gebeten. Das klingt alles lieb und nett, aber wenn sich 2 Millionen Wiener dann im Wienerwald zurückziehen, um sich dort eine neue Behausung zu suchen, dann wird das nicht funktionieren. Daher ist das für den Einzelnen vielleicht eine Möglichkeit, aber insgesamt als Gesellschaft wird das nicht funktionieren. Und ich glaube auch nicht, dass man in Österreich wirklich einen Ort noch findet, wo man wirklich jetzt sicher ist und sich komplett zurückziehen kann. Stadtflucht ist grundsätzlich Thema, ist auch für mich persönlich ein Thema, weil ich glaube, ab 48 Stunden einfach, gibt es internationale Einschätzungen, wird halt urbaner Raum schwer einschätzbar, sage ich mal. Und daher auch für mich die Entscheidung, dass ich bis dorthin die Stadt verlassen werde, sollte es weit kommen. Zumindest einmal in gedanklicher Vorbereitung und auch in historischen Vorbereitung. Wenn es dann anders ist, kann ich mich doch immer anders entscheiden. Wann gehe ich dann? Ich muss mal, glaube ich, wissen, wo ich hingehe. Nicht? Ich glaube nicht, dass es Sinn macht, einen Berg rauf, aber so wie in Großraum Wien halt viele noch Verwandtschaft oder jemand weiter draußen haben, ist das sicher eine Möglichkeit, sich dorthin zurückziehen, um einfach der Menschenmenge aus dem Weg zu gehen. Und wenn man dort auch noch Vorbereitungen getroffen hat mit Lebensmitteln und so weiter, dann würde das durchaus funktionieren. Zeitpunkt hängt davon ab, wann das Ereignis eintritt. Und wenn das jetzt am Tag passiert, dann kann man davon ausgehen, dass zuerst einmal totales Chaos herrschen wird auf den Straßen. Das heißt,
da ist eher ein schlechter Zeitpunkt aufzubrechen. Das wird sich dann irgendwann beruhigen. Das Problem wird eher sein, dass möglicherweise einige oder viele Menschen ihre Autos dann irgendwann entnervt stehen lassen und zu Fuß weitergehen. Das heißt, dass Blockaden da sein werden. Aber es wird halt eine Zeit geben, schwer einzuschätzen, ab wie vielen Stunden, aber wo sich das beruhigt und wo man wahrscheinlich noch irgendwie rauskommt. Ne? Wenn es dann aber zu lange dauert, dann wird es wahrscheinlich wieder schwierig werden, wenn dann vielleicht doch eine gewisse Unruhe oder die Unsicherheit steigt, eintritt, dann könnte das auch wieder zu Problemen bei einer Flucht oder Evakuierung führen. Roman, bitte. Ja, es ist sicher ein sehr schwieriges Thema, so etwas abschätzen zu können. Und man muss sicher gut vorbereitet sein und die Plätze vorher schon kennen. Sich mit Höhlen orientieren, man sollte Höhlen besuchen, wenn man schon keine Grubenhütte bauen kann. Ist sehr schwierig. Ihr werdet sicher noch also sicher Tipps geben für Überlebungstrainings und sowas eben mitbekommen habe. Und ich glaube, da würde sich das dann meine Frage auch noch ein bisschen besser erhärten. Ja, Survival, ich habe erst kürzlich mit einem Survival-Trainer auch gesprochen, oder da waren wir auf so einer kleinen Veranstaltung am Wienerberg ein bisschen so Dinge gezeigt, ne? Und der hat gesagt, er ist nicht jetzt der Typ, der sich da leidenschaftlich nur mit diesem Thema beschäftigt, oder er hat auch den Teilnehmern dann die Augen geöffnet. Er hat gesagt, ja, wenn ich mich von der Natur ernähren möchte und völlig auf Fleisch verzichten wollte, dann müsste ich täglich 4 Kilo Brennnessel essen. Das ist das Energiereichste, was man in der Natur so findet. Das heißt, Überleben in der Natur ist wenig charmant und das ist brutal. Und ich versuche ihm auch zu gewinnen, dass wir vielleicht da so ein bisschen ein Video oder Audio machen, um das einfach auch zu transportieren. Und seine Message ist auch, er macht das auch einfach, um dieses Bewusstsein zu schärfen, wie gut es uns geht und was es bedeuten würde, wenn wir da hinauskippen würden. Und auch als Augenaufmacher, dass man sagt, ja, diese Vorsorge für 1 bis 2 Wochen, das ist nicht jetzt Spinnerei oder was, sondern das ist einfach urvernünftig und sollte eigentlich jeder selbstverständlich machen. Das Problem ist bei uns, dass wir jetzt seit Jahrzehnten Frieden hatten zum Glück und eine enorm hohe Versorgungssicherheit, nicht nur in der Stromversorgung, auch in allen anderen Bereichen. Und daher völlig aus den Augen verloren haben, dass das nicht normal, also dass das nicht normal ist, sondern die Ausnahme ist. Weil wenn man heute in ein anderes Land geht und da muss man nicht sehr weit fahren, dann wird man sehr rasch feststellen, dort spielt die Welt anders oder spielt sich das Ganze anders ab. Und dieses Wissen fehlt uns und daher gehen wir da auch sehr leichtsinnig mit diesem Thema um. Und ich stelle mir gerade die Frage und versuche mit verschiedenen Stakeholdern auch zu reden und auf die Beine bringen, wie bringen wir das Thema in die Breite, vor allem in die Breite, was ganz wichtig ist, und so, dass es sexy ist, quasi Vorsorge zu betreiben, dass es zur Normalität gehört und nicht eben als Spinnerei abgetan wird oder ja, du bist jetzt Katastrophiker oder so, sondern das ist einfach eine Basis, die uns ja, unser Überleben in letzter Konsequenz sichert. Und ich glaube, da müssen wir alle gemeinsam mehr daran arbeiten, das eben nicht als Randthema oder Spinnerthema abzutun, sondern ganz im Gegenteil, sagen, das ist unsere wichtigste Versicherung, die nicht viel kostet und die uns viel mehr Handlungsspielraum gibt. Auch wenn wir hoffen, dass es nicht passiert und anders kommt. Aber es ist überschaubarer Aufwand und den kann man, glaube ich, leisten. Ne? Ja, die Ernährung ist ja ein ganz wichtiger Faktor. Wie gesagt, diese Vorsorge ist sicher wichtig für 2 Wochen. Was aber auch unterschätzt wird, man sollte sich auch Bücher besorgen. Und da würde darüber hinaus nicht nur die Kräuterbücher, es gibt ja essbare Wildpflanzenbücher in Hülle und Fülle. Ich habe selbst einige zu Hause. Nur diese Bücher alleine zu besitzen, reicht ja auch nicht aus. Man soll sich dann auch in die Natur bewegen und diese Pflanzen suchen. Es ist ja unglaublich, wie viele Pflanzen man allein in Österreich essen kann. Die Blätter von den Bäumen, den Rinden. Auch muss man ja auch dann im Winter etwas finden. Ja, und da ist es ja auch wichtig, dass man dann auch die Plätze im Sommer schon kennt, sodass man dann im Winter noch diesen Wurzeln graben kann. Ja. Und Trockenheit und Wärme ist ja auch ein ganz wichtiger Faktor.
Aber das mit der Ernährung, mit den Kräuterbüchern und mit den Wildpflanzenbüchern, ist es doch auch etwas, was sehr selten angebracht wird. Man hört immer nur Vorsorge. Sicher ganz wichtiger Punkt, einfach ja, das, was man im Nahbereich hat, überhaupt zu erkennen und vielleicht auch nutzen zu können. Aber ich glaube, der Punkt muss trotzdem sein, ich glaube, wir können nicht erwarten, dass die breite Masse sich jetzt solches Wissen aneignen wird oder will oder, nein, es wird einfach nicht passieren. Ne? Wenn mein Zugang dazu ist, dann definitiv, dann empfehle ich auch so, es gibt mehrere Survival Trainer, braucht man nur im Internet ein bisschen googeln, mit Camps und so weiter auch, wo man da wirklich einiges lernen kann und einfach auch das Bewusstsein, wie gut es uns geht und mit wie wenig Aufwand wir zumindest diese Notfallvorsorge auch machen können. Also ich glaube, es muss das Ziel sein, nicht auf diese extreme Variante zu gehen, auch wenn es für den Menschen, die es passt, akzeptabel ist oder super ist. Ich finde es super. Ich mache auch ein bisschen Garteln im Kleingarten, aber ich sehe, wie wenig da rauskommt und wie wenig lang man davon wirklich überleben könnte. Ne? Und gerade im Winter rein, und das war auch seine Aussage, nicht, also wenn es dann im Winter reingeht oder Richtung Frühling raus, vor allem wenn nichts mehr da ist, dann wird das brutalstes Überleben. Und wenn wir auf dieses Niveau zurückfallen, dann ist das eh schon zu spät, weil dann wird es sehr schwierig, wieder auf irgendeine Normalität zurückkehren. Also daher nochmal, ich glaube, es ist ganz wichtig, einfach diese Basis-Eigenversorgung sicherzustellen und das andere ist Add-on, aber das Wichtigste ist einmal mit einfachen Mitteln einfach die eigene Selbstwirksamkeit zu erhöhen. Herbert, die breite Masse kann sich das ja heute gar nicht vorstellen. Das haben wir schon festgehalten. Aber man merkt auch jetzt bei dir in Schloss London, dass da auch Unsicherheiten waren in den Arbeitsgruppen, wo doch die Gruppen auch zeitweise überfordert waren. Bedeutet ja, deine Homepage, Vernetzungen, Aufklärung machen und den Zugang zu den Menschen zumindest geben können. Und da würde ich mich freuen, wenn man in den Schulen anfängt zum Beispiel, indem man sagt, die Kinder tragen es dann zu ihren Eltern rein. Man beschäftigt sich statt mit Kriegsspielen und KKG und Smartphones meine ich jetzt, ne, und die ganzen Gamingsgeschichten. Auch das ist ja realistisch. Und da kann sich auch nicht Mama, Papa sagen, ach, ist unrealistisch, aber wenn es da ist, es kann ja wirklich passieren. Dann ist man dankbar, so sehe ich's. Also definitiv die Schule oder auch bereits im Kindergarten wäre ein wichtiger Ansatzpunkt für viele Themen, nicht nur dem Thema. Ich bezeichne das auch als Sicherheitskommunikation, das heißt Umgang mit Unsicherheit, weil Sicherheit gibt es nicht für sich. Es gibt immer zwei Seiten, es bedingt auch die Unsicherheit. Und wir glauben derzeit mit nur möglichst viel Aufwand kann man die Sicherheit immer weiter erhöhen. Das führt eher zu Scheinsicherheit und nicht wirklich zu Sicherheit, weil uns damit die Fähigkeit, Umgang mit Unsicherheit, mit Ungewissheit, mit unklaren Lagen abhanden kommt. Also auch da sollten wir dran arbeiten und das wäre diese Sicherheitskommunikation, wo ich ja, Szenarien unabhängig gewisse Grundfähigkeiten vermittle und auch dieses Bewusstsein, dass nicht alles selbstverständlich ist, schaffe. Das ist aber ein längerfristiges Projekt natürlich, dass man das mal implementiert und auch halt dann breite Masse erreicht. Ich glaube kurzfristig, und wir haben die Zeit nicht, wie meine Einschätzung ist, um nur diese mittel- und längerfristigen Projekte anzugehen, auch mit der Energiezelle, sondern wir müssen kurzfristig damit rechnen, dass es jederzeit passieren kann. Und hier muss ich sagen, mein naiver Zugang 2013 war, ich mache eine große Veranstaltung. Die erste Veranstaltung war mit 200 Teilnehmern aus allen möglichen Stakeholder-Bereichen, Behörden, Einsatzorganisationen, Wirtschaft, Forschung, Zivilgesellschaft. Und ich habe geglaubt, ja, das wird sich dann schneeballartig weitertragen. Und es gab dann noch weitere kleine Veranstaltungen. Ja, heute rückblickend betrachtet, naiver Zugang. So funktioniert die Welt nicht. Die Leute waren natürlich aufgerüttelt, aber sie sind in ihren Systemgrenzen natürlich auch wieder gefangen und es hat sich nicht wirklich großartig weiter bewegt, auch wenn einiges mehr passiert ist, als damals bereits war. Daher glaube ich, dass was jetzt zwingend notwendig ist, wieder sowohl als auch. Wir brauchen von ganz oben, jetzt überparteilich, ganz wichtig überparteilich, nicht, dass es dann zum Parteihierkack kommt, eine klare Message und die lautet, solch ein Ereignis oder in irgendeiner ähnlicher Weise mit schwerwiegenden Auswirkungen auf die Versorgung ist möglich und da gibt es eben verschiedene Zugänge, wie man das darstellen kann.
ohne das zu übertreiben, dann, dass man auch beschreibt, was erwartet uns in etwa, wie wir das heute eben auch gemacht haben. Es geht eben nicht nur um den Stromausfall, sondern es geht vor allem um die Lebensmittelversorgungsausfälle und Wasser und so weiter, dass das weitreichende Auswirkungen nach sich zieht. Dann, was ganz wichtig ist, auch die Grenzen der organisierten Hilfe, weil viele Menschen glauben ja, die Feuerwehr kommt dann näher oder das Bundesheer kommt dann so wie immer. Die kommen in diesem Fall auch nicht, weil die selbst betroffen sind, ihre Familien sind betroffen und auch wenn alle bestmöglich vorbereitet werden, wenn 8 Millionen betroffene Menschen da sind, gibt es keine Hilfe, die allen zugutekommt. Das heißt, wir sind mit Masse auf uns selbst gestellt, die Feuerwehr wird darauf achten, nur einsatzwichtige Dinge zu machen, das heißt Menschenleben retten und Brände bekämpfen und so weiter, aber jetzt Notstand versorgen für einen Bauern, der nicht vorgesorgt hat, das wird nicht möglich sein. Das war jetzt im August in Oberösterreich noch möglich, weil im Nachbar der Strom schon wieder da war und dass das Notstromaggregat daher zum Bauern gebracht werden konnte. Aber wenn es großflächig passiert, dann gibt es diese Hilfe nicht. Und der vierte Punkt ist die klare Aufforderung. Jeder muss von uns sich damit auseinandersetzen. Der Einzelne und die Familie. Wie kann ich eben diese Vorsorge treffen? Wie mache ich die Familienzusammenführung? Und dann bis hin in die Organisationen und vor allem auch Unternehmen, wo leider auch sehr wenig Bewusstsein da ist. Was bedeutet das für das Unternehmen? Wie kann ich sicher herunterfahren, damit ich die Schäden minimiere? Und vor allem, wann fahre ich wieder hoch? Wie kann ich wieder sicher hochfahren? Muss ich einen Notbetrieb aufrechterhalten, weil ich immer wichtiger Dienstleister bin? Wie kann ich das sicherstellen? Und dort vor allem auch wieder das Personal. Meine Erfahrung ist, organisatorische Überlegungen gibt es durchaus. Nur in der Regel wird das Personal vergessen und vor allem deren Familien. Und wir wissen aus der Psychologie, wenn die eigene Familie nicht sicher in Sicherheit ist oder nicht versorgt ist, dann ist der Angehörige nicht handlungsfähig. Da kann man wollen, was man will. Das sind einfach psychologische, einfache Mechanismen, die dann wirken und der wird das nicht funktionieren. Und der ist eben so entscheidend, diese Basis für alles andere, für alle anderen Maßnahmen ist die Basis die eigene und die familiäre Selbstversorgungsfähigkeit. www.sauruck.net. Erstmal die Seite. Wie seid ihr öffentlich? Jetzt habe ich euch kennengelernt in Wien. Wie läuft es bei euch? Wo kann man euch treffen? Und wie kann man mit euch einsteigen in der Vernetzung? Homepage, alles ersichtlich. Vielleicht dort E-Mail schreiben oder wie funktioniert das? Machst du Vorträge selber? Vielleicht hast du schon den nächsten Vortrag, den du schon weißt, wann der stattfindet. So, dass man einfach nur ein bisschen auch weiß, wo du dich später vielleicht persönlich auch sichtbar machst für die Menschen. Ja, wir gibt's in dem Sinn nicht breiter vernetzt. Also ich bin vor allem als Einzelkämpfer jetzt, sage ich mal, unterwegs. Ich habe natürlich ein Netzwerk, mit denen ich zusammenarbeite, aber wir sind jetzt keine Organisation. Wo bin ich unterwegs? Findet man auf meiner Homepage unter über mich Aktivitäten, wo ich meine Vorträge und Aktivitäten auch mitblocke, damit man sehen kann. Teile sind öffentlich zugänglich, andere wieder nicht. Über mich. Und ja, ich mache ja auch für Multiplikatoren, also ich kann nicht in jede Gemeinde natürlich kommen, einen Vortrag zu halten. Das übersteigt meine Ressourcen. Mein Ziel ist vor allem Multiplikatoren anzusprechen, das heißt größere Veranstaltungen von Einsatzorganisationen, auch im Unternehmen und so weiter. Und zum Teil mache ich auch Prozessbegleitungen aus der Erfahrung heraus. Vorträge rütteln zwar auf, aber nachdem wir alle mehr als 100% oft eingedeckt sind mit dem täglichen Business, bleiben keine Ressourcen, um was weiterzumachen. Und der war meine Intention, auch Unternehmen zu begleiten, wenn es möglich ist, um dort einfach dran zu bleiben, dass wirklich einzelne Punkte umgesetzt werden oder behandelt werden. Und oft ist die Furcht, ja, jetzt muss ich viel investieren. Und das ist eigentlich nicht die Erfahrung, sondern man kann sehr viele Dinge mit einfachen organisatorischen, kommunikativen Maßnahmen auch innerbetrieblich oder innerorganisatorisch bewerkstelligen, ohne dass ich gleich große Investitionssummen tätigen muss. Das ist ganz wichtig, also nicht die Befürchtung zu haben, dass man jetzt dann einen Haufen Aufwände hat, sondern einfach überlegen, was muss ich vorbereiten, was muss ich an Offline-Plänen haben, das heißt, wo müssen wichtige Personen wissen, was sie zu tun haben, wenn sie ihren Vorgesetzten nicht mehr erreichen.
weil die Kommunikation nicht funktioniert, damit eben ein sicheres Runterfahren zum Beispiel möglich ist. Ja, ja. Ich hoffe, wir haben heute nichts vergessen. Ich gebe nochmal das Wort in die Runde. Ich sehe, die Hibiska ist auch gekommen. Der Gunther war vorhin da, ist schon wieder weg. Ja, Wale bei uns, Shogun, CryptoTV, der Roman, Hibiska. Gibt es für euch noch irgendwie Anregungen, Fragen? Ich glaube, haben wir eigentlich alles erzählt von meinem Big Zettel her. Die lokale Hilfe haben wir angesprochen. Die Energiezelle haben wir angesprochen. Was brauchst du? Was jetzt? Okay, die sprechen wir gerne mal an, die lokale Hilfe. Ja, einmal mal kurz noch die Frage, gibt es von euch Fragen, Anregungen? Dann bitte jetzt, sonst gebe ich das Mikrofon auch weiter. Da gibt es nichts. Ja, dann gehen wir nochmal auf das die lokale Hilfe, gell? Ja, kurze Eigenwerbung. Auf der Homepage unter Strom-Blackout gibt es auch einen Menüpunkt Leitfäden. Da habe ich mein Wissen, das ich in den letzten Jahren gesammelt habe, auch verschriftlicht. Das heißt, es gibt halt einen Leitfaden für die Gemeinde. Wie kann sich die Gemeinde vorbereiten, die organisierte Hilfe, mein Unternehmen auf ein Blackout vorbereiten. Im Prinzip muss man fast alles lesen, damit man die Gesamtzusammenhänge versteht. Aber ich glaube, da ist sehr viel Know-how drinnen, wie man sich mit diesem Thema auseinandersetzen kann und vor allem Anregungen für die eigenen Überlegungen zu finden auch. Ja, das Thema lokale Hilfe. Wir haben schon angesprochen, Nachbarschaftshilfe, und ein Leitfaden lautet auch Selbsthilfebasis. Das ist eine Überlegung, die, glaube ich, auch sehr wichtig ist. Wir sind derzeit so organisiert, die erste organisierte Hilfe ist eigentlich auf Gemeindeebene mit der Feuerwehr in der Regel oder mit Einsatzorganisationen. Das heißt, dort beginnt die organisierte Hilfe nach der Bundesverfassung im Subsidiaritätsprinzip. Das heißt, die Hilfe in lokalen Strukturen, also zuerst die Selbsthilfe, wenn es nicht ausreicht, dann die nächste Ebene, die Einsatzorganisationen. Und das wird leider ein bisschen auch ungünstig kommuniziert. Nicht? Der Einzelne muss so lange für sich selbst sorgen können, bis professionelle Hilfe kommt. Das stimmt im Alltag sehr gut, funktioniert auch bestens. Wir haben eine ausgezeichnete Versorgung. Nur bei so einer Krisenlage gibt es keine Hilfe, die nachkommt. Und daher auch wieder diese Schattenseite von dieser hohen Versorgung, dass wir uns mit diesen Themen nicht auseinandersetzen. Das heißt, wenn die Gemeinde überfordert ist, dann wird die nächste Ebene Bezirk, wo auch dann Krisenmanagement stattfinden soll, soweit die Kommunikation möglich ist. Und die nächste Ebene ist dann die Landesebene. Österreich ist so, Katastrophenschutz ist Landessache. Das heißt, wir haben eine unterschiedliche Herangehensweise in diesem Thema. Und auf Bundesebene ist eigentlich nur Pandemie, Epidemie und Strahlenfall bundesweit national geregelt. Und gerade das Thema im Infrastrukturausfall wäre eigentlich auch ein nationales Thema, weil das kann man nicht lokal in unterschiedliche Richtungen betrachten. Aber nachdem das Ereignis noch nicht stattgefunden hat und Recht immer sich erst nach einem Ereignis abbildet, haben wir da ein bisschen eine Lücke. Es gibt zwar Bestrebungen, das besser zu koordinieren, aber ich glaube, dass da noch mehr notwendig war. Das Problem ist jetzt zwischen meiner Eigenhilfe, Nachbarschaftshilfe und dann die Lücke zur Gemeindeebene. Wenn ich in einer kleinen Gemeinde wohne, dann ist das kein Problem, weil das eh überschaubar ist. Aber wenn ich wie ich in Wien wohne, mit 2 Millionen Einwohnern oder wenn es am Tag passiert mit 500.000 zusätzlichen Pendlern und dann noch 100.000 Touristen möglicherweise, und dann gibt es ein zentrales Krisenmanagement und 400 Feuerwehrleute, die im Dienst sind, das kann man dann nur aufstocken, dann wird das nicht funktionieren. Daher braucht es eben dezentrale Strukturen wieder in so einem Fall zur Selbstorganisation. Ich bezeichne das immer als Selbsthilfebasis. Als Blaupause war auch ein Forschungsprojekt in Berlin, das war der als Katzschutzleuchtturm genannt dort, egal wie man das benennt. Es geht einfach darum, dass ich Unterstrukturen zwischen der Nachbarschaftshilfe und der organisierten Hilfe schaffe. Das im besten Fall durch die Gemeinde zusammen mit Feuerwehr vorbereitet wird, aber im anderen Fall durch die Bürger und Bürgerinnen selbst betreut wird. Sprich mit Hilfe von Vereinen im besten Fall, weil die haben schon Organisationsstrukturen. Das heißt, ich habe dezentrale Anlaufstellen, zum Beispiel Wahllokale oder Schulen, wo ich, wenn ich das gescheit vorbereitet habe, auch Notstromversorgung habe, hoffentlich mit PV und mit Batteriespeicher oder halt Notstromaggregat, wie auch immer, und wo ich einfach ja hinkommen kann, mir austauschen kann, Hilfe
von der Nachbarschaft, erweiterten Nachbarschaft holen kann oder wo es hoffentlich auch eine Möglichkeit gibt, zum nächsten zur nächsten Selbsthilfebasis oder Einsatzorganisation eine Verbindung zu haben, wenn es nur ein Melder ist, damit ich auch im Notfall wirklich Hilfe holen kann. Und wenn ich so eine Struktur aufbaue, dann trage ich auch zur Sicherheit wieder bei, weil einfach wieder Zusammenhalt der Kommunikation funktioniert. Es ist ganz wichtig, wenn die technische Kommunikation ausfällt, dass zumindest die menschliche Kommunikation aufrecht bleibt, um eben Eskalationen möglichst hintan zu halten. Und ich glaube, ein anderes Problem, das wir da dabei auch noch haben, ist, das ist regional natürlich unterschiedlich, wir haben viele Mitmenschen mit anderer Muttersprache als Deutsch und diese Gruppen sind meistens nicht in unseren Überlegungen, organisatorischen Überlegungen eingebunden oder es gibt wenig Informationen. Zum Teil kann man davon ausgehen, dass diese Ethnien eh besser organisiert sind, weil das einfach ihre Kultur so ist. Aber wenn die keine Informationen bekommen, wird das möglicherweise auch nicht so einfach ablaufen. Und es wäre auch wichtig, solche Menschen einzubinden. Aber auch ganz wichtig, was ist mit alten Menschen, hilfsbedürftigen Menschen, wo vielleicht jetzt im Alltag ein Hilfswerk oder sonst jemand vorbeikommt und Essen auf Rädern bringt und das aber dann nicht mehr funktioniert oder nur mehr punktuell funktioniert. Und da muss man schauen, dass wir die Menschen auch mitnehmen und mitversorgen. Und das muss in der Nachbarschaft passieren, anders wird das nicht gehen. Ich glaube, wir kommen langsam zum Schluss unserer Thematik, glaube ich. Ich frage nochmal nach. Wale bei uns, Shogun, Krypto TV, Hibiska. Gibt es von eurer Seite aus Fragen? Bitte mal Mikrofon. Anregungen? Ja, Krypto TV, bitte. Die Nachbarschaftshilfe kann halt auch nur dann wirklich reibungslos funktionieren, wenn man schon vorher gutes Vertrauen zueinander aufbaut. Das heißt, dass man sich schon vor Krisenzeiten sich zusammensetzt, Nachbarn alle einlädt und sich darüber berät, falls eine Krise kommt, wie man sich gegenseitig helfen kann, schützen kann. Ich spreche auch von Bürgerwehren, dass man sich auch schützt vor Übergriffen, Eingriffen anderer Banden und eben auch, wie es heißt, da ältere Menschen dann eben versorgt, dass man dann eben, wenn die Krise ist, schon Bescheid weiß, was muss ich tun. Denn wenn dann die Krise ist und dann fängt man so ein Überlegen an, hat man ja auch schon verloren. Ja, ich gebe das Mikrofon. Naja, ich würde es nicht ganz so pessimistisch sehen, vor allem mit verloren. Grundsätzlich natürlich vollkommen richtig, wenn man sich vorher kennt, schon eine Beziehung aufgebaut hat, wird das natürlich wesentlich besser funktionieren, definitiv. Aber ich glaube, auch in der Krisensituation wird sich einfach ergeben, dass man, wenn man selbst offen ist und rausgeht, andere anspricht, sich diese Beziehung auch in dieser ersten Phase, die noch stabil sein wird, aufbauen kann und daher vorgebeugt werden kann, dass das dann eskalieren beginnt. Das Thema Bürgerwehr natürlich, wenn man nichts vorbereitet hat, dann ist das ein Teil der Selbstorganisation. Es werden sich diese Gruppierungen auch bilden, auch Richtung Banden und daher meine Empfehlung immer wieder, vorher darüber nachzudenken, das vorzubereiten, damit ich genau diese Entwicklungen, die ich nicht haben möchte, möglichst vorbeuge. Verhindern werde ich sie nicht können, aber ich kann doch durch Vorbereitung dem Ganzen ein bisschen entgegenwirken. Und daher auch nochmal, was ich ein bisschen pessimistisch jetzt doch für mich durchgegangen habe, natürlich so ein Ereignis wird uns völlig auf den Kopf stellen und es wird uns dann nicht nur eine Woche beschäftigen, sondern das wird uns wahrscheinlich Jahre noch beschäftigen. Aber es ist kein Untergangsszenario, aber es wird massive Veränderungen herbeiführen und ich habe doch eine gewisse Zuversicht, auch im Sinne von positiven Veränderungen, weil man vielleicht wieder mehr nachdenken, ob das Sinn macht, so wie wir uns organisiert haben, was derzeit super funktioniert. Aber wenn man dann nochmal sieht, wenn das mal gröber durchgeschüttelt wird, auch strategischer Schock genannt, dass man vielleicht dann doch andere Entwicklungen nehmen, hoffe ich zumindest. Und da sind vor allem alle gefragt, die jetzt schon sich mit Transformation und Veränderung beschäftigen, genau dieses Wissen dann bereit zu haben und damit man sehen, ja, da gibt's vor allem auch wieder Hoffnung zu schaffen. Es gibt schon viele Saat, also Seeds, bezeichne ich es auch, also diese Körner, die dann nach auch so einem großen Ereignis die Basis sind, damit wieder ja, Positives entstehen kann und es positiv weitergehen kann. Roman, gibt es da noch was?
Ja, ich bin da ganz voll und ganz bei Herbert und ja, eigentlich habe ich sonst auch keine Fragen mehr. Aber Dankeschön. Ja, also Fragen, ich glaube heute Abend, Hibiska, warst du da? Ja, guten Abend, Hibiska. Einen schönen guten Abend. Ja, also wenn wirklich ein Worst Case eintritt, dann haben wir ohnehin keine Chance. Chance sehe ich nur für die Menschen, die in dünn besiedelten Gebieten leben, weit ab von Städten, wo Bauern rundherum sind, wo man sich etwas holen kann und tauschen kann. Also die Städter haben sicher keine Chance, irgendwo dann hinzukommen bei Zeiten, um sich zu versorgen. Wenn kleinere Katastrophen sind, die werden irgendwie zu bewältigen sein. Ja, definitiv. Worst case, was wäre worst case? Eben ein gezielter Cyberangriff oder auch sonst physikalische Zerstörung von wichtigen Infrastrukturteilen, so dass es wirklich über längere Zeit massives Problem mit der Stromversorgung geben würde. Das wäre dann wirklich, wo man nicht wissen, was dann wirklich passiert. Ich möchte aber immer, also ich warne auch immer davor, jetzt gleich in diese ja, schon bald Untergangsszenarien hineinzugehen und zu denken, weil das eher abschreckend wirkt für viele Menschen, sondern eher dieses hoffentlich doch beherrschbare Ereignis jetzt als Blackout oder auch kleine regionale Ereignisse, wenn es eben so wie jetzt im August zu größeren Stromausfällen durch Sturm kommt oder im Winter wahrscheinlich wieder durch Schnee oder Eis, dass man auch dort einfach mehr Handlungsspielraum als Einzelner hat und auch als Gesellschaft, um mit sowas umzugehen. Und daher sollten wir uns mit diesen Szenarien einmal auseinandersetzen. Und Blackout ist für mich so ein Basis-Referenz-Szenario, sage ich mal. Wenn ich mit dem Szenario mal mich auseinandergesetzt habe und umgehen kann, dann kann ich vieles andere auch bewältigen, weil diese Grundbasis einfach da ist. Ob das dann eine Pandemie ist oder weil der Internetausfall oder was auch immer, oder auch ein Erdbeben, es würde mir einfach mehr Handlungsspielraum schaffen. Und ich glaube, es geht einfach um diese Zeit hinauszuschieben, wo es kritisch wird. Und ab einer gewissen Zeit, und das ist leider relativ rasch, gibt es eine Untersuchung auch vom Deutschen Bundestag aus 2010-11, die zum Schluss gekommen ist, so ein Ereignis würde nach einer Woche nur mehr schwer zu beherrschen sein. Also eine Woche Stromausfall wäre eigentlich bereits fatal. Und ja, nochmals, es geht nicht darum, in diese Richtung zu denken, sondern wir müssen schauen, den Zeitpunkt hinauszuschieben, wo es kritisch wird. Wir wissen nicht, wo er genau liegt. Jetzt eher kürzer, wie gesagt, eingangs 3 Millionen Menschen oder ein Drittel in Österreich sehen sich nicht mehr in der Lage, nach 3 oder 4 Tagen sich selbst versorgen zu können. Ich glaube, da ist noch etwas Spielraum, dass doch mehr zu Hause ist, als sie sich jetzt eingestehen. Aber es ist sicher nicht lustig dann für den Einzelnen, wenn er dann wirklich an die Grenze gehen muss, weil wir das einfach nicht gewohnt sind. Eben, ich weiß nur, vor 2 Jahren ungefähr, da war im Winter mal Stromausfall in einem Teil vom Waldviertel. Und mein Nachbar hatte Notstromaggregat, damit er die Kühe melken konnte. Und somit hatten sie auch Strom. Und anhand so einer kleinen Panne kann das schon kritisch werden, weil mit der Hand kann man keine 34 Kühe melken, früh und am Abend. Das würde überfordert. Das heißt, die Tiere würden innerhalb von kürzester Zeit krank sein. Also das würde gar keine Woche dauern, wenn der Stromausfall wäre. Und es würden wirklich schon Katastrophen eintreten. Richtig, das habe ich auch angesprochen. Ne? Ja, definitiv. Also die Tierhaltung ist extrem kritisch. Ich kann nur ein Beispiel nennen aus meiner Heimatgemeinde in der Südoststeiermark. 2014 auch, da gab es einen Gewitter, Stromausfall in der Nacht, ein Schweinestall, wo die Alarmierung nicht funktioniert hat, die Notöffnung der Fenster oder Belüftung nicht funktioniert hat und in der Früh waren dann 1800 Schweine tot drinnen im Schweinestall. Also das geht ziemlich rasch in dieser industrialisierten Tierhaltung. Das betrifft vor allem Küken auch sehr rasch, Ferkeln vor allem auch sehr rasch. Und wie Sie richtig angesprochen haben, Milchkühe, hängt natürlich davon ab, wann das passiert. Wenn das genau vor dem ersten Möken passiert, jetzt am Abend oder in der Früh, dann ist das natürlich binnen Stunden auch bereits kritisch, weil das auch
meistens hochgezüchtete Kühe sind, die sehr viel Milch geben, aber auch regelmäßig gemolken werden müssen, was aber nur technisch mehr möglich ist. Und wenn ich dann keine Notstromversorgung habe, dann habe ich ziemlich rasch ein Problem. In Niederösterreich weiß ich, da wurde relativ viel Geld ausgegeben nach dem Sturm Kyrill, weil es da eben zu größeren Problemen kam. Ob das auch immer funktioniert, wird sich dann in der Realität zeigen. Ich weiß, ich war vor Jahren auf einem Bauernhof auf Urlaub und auch mit 80 Kühen und dann habe ich gefragt, ja, wie schaut es mit Notstrom aus? Ja, wir haben ein Aggregat, aber wir haben das noch nie getestet oder verwendet und das ist eher die schlechte Voraussetzung. Weil Sie auch vorhin angesprochen haben, ja, ich kann zum Bauern gehen und kriege noch was. Diese Bauern, die rundum selbstversorgungsfähig oder ja, versorgungsfähig sind, gibt es immer weniger. Wir haben immer mehr, wenige große und die auch nur spezialisiert sind, das heißt auch nur gewisse Produkte zur Verfügung haben. Also das, was einmal früher, vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg möglich war, das gibt es heute nicht mehr. Damals war es auch leichter, wieder zurückzukehren, weil die gesamte Struktur kleinteilig funktioniert hat. Auch so möglich war, über die Runden zu kommen. Und das wird immer schwieriger in der heutigen Situation, wie wir das heute betreiben. Ja, Hibiska, magst du noch was dazu sagen? Ja, also ich habe zum Beispiel einen Hausbrunnen, der hat ein natürliches Gefälle. Das heißt, ich bekomme Wasser, ich drehe auf, auch wenn kein Strom wäre. Ich habe noch einen Holzofen, wo ich einheizen kann und essen und Wasser wärmen kann. Das ging eine Zeit lang nur im Winter. Wenn es minus 20 Grad hat, einen Monat lang, würde das auch nicht ausreichen. Definitiv, aber ja, ein Monat lang minus 20 Grad, da muss man schon in einem speziellen Gebiet sein, in Österreich glaube ich nicht sehr wahrscheinlich, aber das Problem ist vor allem die Heizung und das wirkt sich schon deutlich früher aus. Ich weiß, ich habe da auch gehört vom von Betroffenen in der Steiermark nach einem anderen Sturm, wo auch die Stromversorgung ausgefallen ist, wo binnen Stunden dann das Haus auskühlt. Vor allem ältere Häuser, die nicht isoliert sind, Zentralheizung, wo die Wasserpumpe nicht funktioniert und wo ich das dann einfach nur sehr schwer bis gar nicht betreiben kann. Also Heizung ist definitiv im Winter ein Riesenproblem und wo es ziemlich rasch dann auch zu massiven Problemen kommt. Da habe ich mein Glück hier. Wir haben es hier warm drin, glaube ich, gell? Du sitzt mit einem kurzen Hemd neben mir. Also das Haus wird auch bei minus 20 Grad hier noch versorgt sein. Also ich habe das schon hier erlebt. Natürlich ist es dann schon ein bisschen kühler wie jetzt, aber es geht. Mit dem Ofen und dem Propeller, aber den Propeller, der fällt dann weg, dann ist die Wärme wieder oben. Das ist der Nachteil, ne? Muss man auch mitdenken. Ne? Oder ich bin die ganze Zeit am Propeller drehen. Ja? Da habe ich auch immer... Ja, eine große Sendung mit vielen Input. Ich wünsche mir auf der anderen Seite die Denker, die Dichter, die Unabhängigkeit von anderen Energien. Wir haben viele Menschen, die sicherlich gute Ansätze haben. Und ich freue mich und wünsche mir, dass diese Leute, wie ein Professor Dr. Klaus Tutur, sein Projekt vorgestellt hat, der freien Energien. Er sucht ein Sponsoring, ein Investor von 8 Millionen Euro, was ich hörte. Ist nicht einfach, aber er sagt, es würde gehen. Es gibt viele verschiedene Denker, Dichter. Ich war am Wochenende in einem großen Kongress der Zukunftsenergien. Diese Sendungen werdet ihr bald hören können. Macht euch ein eigenes Bild, ganz einfach. Ich finde auf jeden Fall, was ich da sehen durfte, war schon zeitweise enorm erstaunlich. Für mich hat enorm positiv gewirkt, aber das sollen ja auch die Menschen dann auch sehen dürfen. Denn, ich meine, die Natur sagt ja, aus einem Küken wird auch ein Huhn. Und wenn wir irgendwo anfangen zu basteln, kann auch was Großes rauskommen. Und es geht um die Potenziale im Land und den Menschen zu fördern. So ist zumindest meine Sichtweise. Wir haben heute viel erzählt über die Strukturen, über das System, wie, wo, was funktioniert oder was sind da für Probleme auf uns zukommen können. Wo sind die Lösungen, sage ich immer. Lösungen sind, du bist einer, der an den Fronten tätig ist. Aber du brauchst auch Unterstützung, das haben wir auch gehört. Und ich sage, Menschen sollten die Möglichkeit, ihre Potenziale auch leben zu dürfen. Und das heißt auch eine Öffnung ein bisschen der Medien. Nicht nur ein bisschen, ein wichtiger Aspekt ist, dass die Medien mehr darüber berichten. In den Schulen
da wo unsere Kinder sind, Kindergärten wurden angesprochen, aber auch in der Firma. Weil eine Firma, was bringt das, wenn morgen der Strom weg ist und ich kann nicht mehr in die Arbeit gehen? Da kommt ja auch was auf uns zu. Also betroffen sind wir alle davon. Und auf der anderen Seite die Lösung zu sehen, das Land der Denker und Dichter Österreich, Deutschland, bitte lasst es auch zu von diesen Menschen, dass man es wirklich öffentlich macht, denn das gibt Anreize, wie eine Cashew Plasma Family, die bei Ogitok war. Das ist nicht die Cashew Plasma Family von Cashew Foundation. Das sind Menschen, die sitzen irgendwo im Haushalt und basteln und haben Freude dran, was zu probieren. Und was da passiert an Dingen, ist eigentlich unglaublich. Kann man sich nicht vorstellen. Diese Sendungen sind nachzuhören, auch im Ogitok Archiv. Das ist einfach nur, ja, in der Gemeinschaft mit Freude, dann der Erfindergeist, der einen dann wieder weckt und einfach mal, wow, da ist ein Mensch, das, schau mal, der hat was erfunden, das gibt's ja gar nicht, kann man sich gar nicht vorstellen. Und das sind einfach Dinge, die wünsche ich mir für die Gesellschaft, dass man Menschen in der Gesellschaft doch noch ein bisschen ernster nimmt, nicht nur das Geld im Vordergrund sehen darf, sondern es geht um Ergebnisse, was ist dienlich für uns Menschen. So sind meine Meinung, meine letzten Schlussworte schon bald, darf ich sagen. Ich gebe dir das Mikrofon, ja, Herbert. Ja, Albert, soll gesagt haben, wenn ich für eine Problemlösung eine Stunde Zeit habe, dann verwende ich 55 Minuten dafür. Okay, wir haben gerade das Mikrofon ausgehabt. Also Albert Einstein soll gesagt haben, wenn ich eine Stunde Zeit habe für eine Problemlösung, dann verwende ich 55 Minuten für die Problembeschreibung und die restlichen 5 Minuten ergibt sich da die Lösung von selbst. Und das ist auch ein bisschen mein Zugang. Ich versuche das Thema möglichst umfassend zu beschreiben, um hoffentlich Leute, Menschen anzuregen, sich darüber Gedanken zu machen, wie kann man Lösungen oder welche Lösungen könnten dazu beitragen, dass sowas immer unwahrscheinlicher wird, dass passieren kann, oder wenn es passiert, dass es nicht so gravierende Auswirkungen hat und eben in lokalen Strukturen eine Selbsthilfe sowohl möglich ist. Und das ist mein Zugang und auch durchaus mit der Neugier, wie kann Energiewende funktionieren, wie kann diese Vernetzung durchaus auch weiterhin positiven Nutzen stiften. Und ich glaube, das ist der wichtige Zugang. Und uns muss immer bewusst sein, jede Sache hat zwei Seiten. Wir schauen derzeit zu sehr, vor allem in dem Digitalisierungs-Hype, auf die versprochenen oder amüsierten positiven Effekte, aber wir schauen de facto kaum bis gar nicht auf mögliche Schattenseiten und das ist ganz wichtig. Das betrifft nicht nur dieses Thema, sondern gerade jetzt auch mit Big Data, künstlicher Intelligenz und so weiter. Hier kommen noch viel größere Herausforderungen auf uns zu und wenn wir nicht gleich von Beginn an die Dinge zu Ende denken, dann werden wir möglicherweise so manche böse Überraschung erleben und das wäre nicht so schön. Der kritisch bleiben, Dinge hinterfragen und vor allem auch einfache Lösungen nach den Lebenswegen, Designprinzip suchen und basteln. In der Einfachheit, da ist die Lösung oft drin versteckt. Und diese Worte sollten wir uns alle merken. Es ist wirklich so. Ich könnte jetzt wieder was anreizen, aber das lasse ich jetzt mal. Also ich habe es eh schon mal in einigen Sendungen gesagt. Ich frage jetzt noch mal ganz kurz in der Runde zum Abschluss vor Tibiska. Magst du noch wollen Menschen was auf den Weg geben? KryptoTV, der Roman, Shogun und der Wal ist bei uns, den wir noch nicht gehört haben. Möchtest du denn noch was sagen, liebe Tibiska? Ja, man muss sich wirklich Gedanken machen, was wäre wenn? Jeder auf seine Art und Weise. Wenn es keine Medikamente gäbe, ob ich Ersatz hätte, ob ich wüsste, wie ich mit verschiedenen Dingen, Krankheiten umgehen könnte, angefangen bis eben Nahrungsmittel, was braucht man wirklich oder wie kann man sich mit weniger ernähren eine Zeit lang. Also ganz viele Themen, wo wirklich jeder darüber nachdenken muss eigentlich. Und es ist natürlich schwere Kost. Ja, schwere Kost. Da kann schon was dran sein, denke ich. Sie haben das super zusammengefasst, bin ich voll auch, also kann ich nur unterstreichen. Einerseits schwere Kost, das jetzt zu vermitteln, aber das ist auch ein Grund, warum es oft nicht gemacht wird, die Ausrede Mythos Panik. Das heißt, man befürchtet, wenn man das anspricht, dass dann Panik in der Bevölkerung ausbricht.
Und es gibt aber überhaupt keine wissenschaftlichen Grundlagen dafür, für diese Annahme. Es gibt da Versuche zu hinterfragen, wie es zu dieser Annahme kommt. Aber man hat noch nicht wirklich was gefunden. Das ist einfach irgendwie so verbreitet, wie wenn die Bevölkerung völlig hilflos und ahnungslos wäre. Das aber nicht stimmt. Man muss ihnen die Möglichkeit geben, wenn man das rechtzeitig macht, informieren, wird natürlich aufrütteln, wird natürlich einige Fragen aufwerfen, aber dann steigert das die Handlungsfähigkeit und die Möglichkeit, sich mit dem Ding, also mit dem Thema auseinanderzusetzen und auch noch was zu tun. Und wenn ich auch nichts tue, dann weiß ich zumindest, auf was ich mich jetzt einlasse oder was auf mich zukommen könnte, wenn es soweit ist. Wenn ich das aber nicht mache, nicht anspreche, dann verzögere ich nur den Punkt und dann, wenn ich keine Zeit mehr habe zum Handeln oder vernünftig darauf zu reagieren, dann entsteht natürlich auch Panik. Aber nicht als Massenphänomen, sondern eher eingeschränkt. Daher ist es so wichtig, jetzt anzusprechen, wo wir noch Möglichkeit haben, darüber zu diskutieren und auch Handlungen zu setzen, um genau diese Eskalationen hinteranzuhalten. Oder Mythos Panik ist etwas weit verbreitetes und völlig haltloses. Jo, super, danke schön. Dann gehen wir weiter, liebe Wiska. Schön, dass du heute Abend da warst. Danke, danke. Krypto TV, der Roman, bitte. Ja, bin ich auch ganz dabei mit dieser Panik. Massenpanik entsteht nur dann, ist gerade ein Erdbeben. Also Massenpanik entsteht nur bei Fluchtgefahr. Man hat es ja damals gesehen in Amerika, wo sie die Radiosendung übertragen haben, ein außerirdischen Angriff kommt. Also immer, wenn irgendwas mit Gewalt in Vollzug ist, dann muss man flüchten, dann ist man in Panik. Ich denke schon, dass auch niemand in seinem Worst-Case-Szenario alleine dastehen wird. Die Frage stellt sich dann bei jedem nur, werde ich mich in Banden oder in Gemeinschaften einbringen? Und egal, wo man halt dann drin ist, in welcher Gruppierung, man wird voneinander lernen. Man wird sehen, der eine, der baut sich da jetzt einen Blechkanister in die Wohnung und haut ein Loch durch die Wand, um ein Rohr durchzuziehen, dass er sich heizen kann. Man wird voneinander lernen. Man wird sich miteinander verbinden. Man wird vielleicht sogar wieder eher mehr zum Menschsein zurückfinden. Aber das mit der Panik sehe ich auch ganz und gar nicht gegeben. Und danke für den Vortrag. Ja, danke für den Einwurf mit der Radiosendung aus den 30er Jahren in Amerika. Ich habe erst letzte Woche einmal ein Studienergebnis aus Deutschland gelesen, wo man auch diesem Mythos Panik nachgegangen ist und darin auch mögliche Ursache sieht. Weil diese Sendung hat angeblich dann Panik ausgelöst. Und die wissenschaftliche Konklusion ist, das stimmt gar nicht, sondern das war die Gegenreaktion der Printmedien auf dieses neue Medium Radio. Und die haben das quasi dann gehypt, dass das jetzt Panik ausgelöst hat, was aber nicht nachweisbar ist. Und das hat sich anscheinend irgendwie da weltweit oder auch zu uns sehr verbreitet und sitzt auch bei uns, auch in vielen Einsatzorganisationen, irgendwo so im Hinterkopf. Man kann der Bevölkerung nichts zutrauen, man muss sie immer bei der Hand nehmen. Und diese Untersuchung hat aber auch gezeigt, man hat ja Interviews geführt mit den einzelnen Feuerwehren vor allem. Und dort sind wir wieder gekommen, ja, große Ereignisse, da ist es ganz wichtig, dass die Bevölkerung eingebunden wird, ein ganz wertvoller und unverzichtbarer Beitrag damit geleistet wird. Natürlich gibt es auch andere Erfahrungen, mehr aktuell immer ist der Übergriff von Menschen auf Einsatzorganisationen, aber das sind trotzdem zum Glück Einzelfälle, aber die bleiben irgendwie so hängen und jüngst gab es auch Meldungen, wonach immer mehr Wanderer auch einplanen, eine Bergung mit dem Hubschrauber in ihre Tourenplanung. Das heißt, sie bereiten sich nicht gescheit vor und sie rechnen, der Hubschrauber kommt eh. Und so ein bisschen eine Leichtsinnigkeit. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt ein Massenphänomen ist und dass das die Ausreißer sind und wir halt das viel mehr vorgespiegelt bekommen und das daher überbewerten. Ja, nur einmal zu verstärken, wir sollten uns nicht auf diese Ausreißer konzentrieren, sondern auf die Masse und die wird sich eher ruhig und sozial verhalten und das soll uns ein Ziel sein. Dankeschön, Roman. Noch ein kleines Statement. Passt das soweit für dich? Voll und ganz, voll und ganz. Und nochmals danke für den hochinteressanten Vortrag. Hab einiges mitnehmen dürfen. Dankeschön auch. Herzlichen Dank. Es freut mich natürlich, wenn ich
einen Beitrag dazu leisten konnte. Ja, wir gehen weiter zum Shogun. Shogun, für dich nochmal das Wort, wenn du am Mikrofon bist, bitte. Ja, ich bin schon am Wort da, ich hab das gesagt, was am Sagen hab. Das habe ich jetzt nicht verstanden, soweit im Grün. Ich habe gesagt, was ich zu sagen habe. Danke dir. Ja, danke dir. Wale aus Deutschland auf jeden Fall. Weiß ich, dass er das ist. Wale, bist du am Mikrofon? Ist nicht da. Gut. Ja, lieber Herbert Sauruck, www.sauruck.net, so heißt es. Und mir hat es wirklich Spaß gemacht. 2 Stunden waren im Fluge vorbei. Ich wollte schon 1,5 Stunden eine Kurve drehen. Aber irgendwie war dann doch noch was offen. 2 Stunden haben wir genommen und ich glaube, die Zeit war auch heute, glaube ich, sichtlich notwendig dafür. Ich habe mich sehr wohl gefühlt bei dir. Es war ein schönes Gespräch mit guten hinterschauen können und verstehen können. So von meiner Seite zumindest. Also ich hoffe, den Zuhörern draußen natürlich, an den Boxen auch. Aber ich denke schon. Deshalb haben wir durch unsere Redner, die Hibiska und auch den Roman von CryptoTV auch gehört, diese Hinterfragung und ich glaube, dass viel auf den Punkt kommt. Wie hast du dich denn gefühlt? Ja, mir hat es auch gefallen. Die Zeit ist relativ rasch verlaufen. Ich hoffe, ich war nicht so schnell beim Sprechen und vor allem sehr viele Informationen. Wenn man das erste Mal natürlich hört, ist das natürlich eine Überforderung. Aber Überforderung ist notwendig auch, um weit wachsen zu können und vor allem auch dann ins Nachdenken, Grübeln zu kommen und als Handlungsanstoß zu verstehen ist. Also Angst ist überhaupt nicht angebracht, aber es ist eine gewisse emotionale Aufrüttelung notwendig, damit wir auch ins Handeln kommen. Und die wichtigste Botschaft ist, bitte schauen, dass 1 bis 2 Wochen Lebensmittel zu Hause sind, auch wichtig Wasser, damit man auch so eine mögliche Phase gut überstehen kann. Und dann werden wir das auch diese Herausforderung meistern. Genau, und wenn wir noch ganz kurz beim Wasser sind, gebe ich noch einen Tipp hin, weil Moringa macht ja mit den Samen das Wasser sauber. Wichtig dabei aber ist zu beachten, es bleibt nur 1 Stunde sauber. Man muss es dann auch schnell trinken. Das möchte ich nur sagen, habe ich schon bestätigt bekommen, weil jeder denkt, Moringa, ja, Moringa macht sehr gut und vieles. Ja, zum kurzfristigen, wenn man so in der Not sein sollte, ist das auch ein ganz guter Tipp, dass man das weiß. 1 Stunde kann man es trinken, danach wird es wieder schlecht. Aus schlechtem Trinkwasser. Ja, wir machen Schluss. 1 Lied noch. Dankeschön, komm gut heim. Ich bringe dich jetzt gleich zum Bahnhof hin und hab noch eine gute Zugfahrt und wir bleiben in Kontakt. Ich habe dich eingeladen auf das Medienfestival im Mai. Schauen wir mal, was sich da bis dahin entwickelt, ob deine Agenda es zulässt. Das werden wir dann nochmal mit telefonieren und dann entscheiden, was dann ist. Dankeschön auf jeden Fall von dir, lieber Herbert, Sauruck und ganz lieben Dank. Ebenfalls herzlichen Dank und ich wünsche noch allen Zuhörern einen guten Abend. So, und jetzt wird nochmal ein bisschen Musik eingespielt und ein Song und dann der Jingle. Bis dahin, Dankeschön an die Boxen, Dankeschön ans OKTalk-Team für unsere Unterstützung. Und ich habe gedacht, wir nehmen die Jutta, Victoria habe ich da. Das war aber nicht der Song. Und da habe ich ihn doch gehabt. Genau, Jutta König, das war schon richtig. Mensch und Tier, wie ich will leben. Und Musik ab. Und euch einen schönen Abend da draußen. Bis dann. Tschüss. Grüße hier aus Niederösterreich.